Muss ich mal gucken, ob das überhaupt lübt hier. Busa. Busa. Oh. Okay, funktioniert. Okay, wieder ausmachen. Was soll ich? Ich mach jetzt ein bisschen EDM an, Junge. EDM? Ja, Mann. Elektronische Dance Music. Ist das elektronische Dance Music? Ja, elektronische EDM. Ja, ne? Ah, so, Digga. Oh, wie clever du bist. Der Nick sagt mir Bescheid, wenn irgendwas nicht stimmen sollte, ne? Ja, da steht halt Grand Theft Auto 5, ne? Ach, du spielst ja auch. Dexus Flugschule, ah, du Dreckiger. Junge. Ich muss doch im Online-Modus die Mucke ausmachen. Jetzt kommt DMCA, Junge. Wo ist das? Kommt YMCA, Junge. Ich liebe das, ne, alter Fliegen. Oh, Arm hab ich das schon hallo geliebt. Hallo Hund. Mm. Abhebo. Ja. Hoffentlich kommt der Dexus und guckt zu. Unter Brücke durchgeflogen. Hey, jetzt hast du gut gemacht. Du bist guter Pilot, ja? Ich liebe das, ne, ohne Witz, Alter, ohne. Ey, das ja, ist kein auch. Witz. Ja, ihr werdet gern frei, wir haben Vorgang. Genau so wie Fahrradfahren, Alter. Manchmal sitze ich einfach auf Teamspeak und bin nebenbei Singleplayer auf dem Fahrrad. Das ist voll beruhigend. In die dreckigen Vagos rein. Boah, was machst du da? Oha, der schießt Raketen auf den Park, auf den Rasen. Aber macht nichts, kriegt mit uns ist eh unnötig, wir fallen eh nicht um. Oh. Nein, ich will nur kurz NASA-PC tilten. Hallo, guckt sich von euch überhaupt mal irgendeiner den Stream-Tilt an? Hallo? Weißt du, was das Beste ist, immer? Weißt du, was das Beste ist? Ich hab ganz oft stehen so ein Server Unity Live und es kommen immer Leute im Chat, die fragen, ey, welcher Server zockst du? Junge, gucken die nicht Stream-Tilt. Sag doch mal. Wofür mache ich das eigentlich? Garten, lass mal einfach weg, dann kommen eh die Fragen. Lass einfach weg. sag dir nur einfach, welches Server du spielst, warum beschwerst du dich? Der Heli ist fast kaputt. Weil die Mexikaner ja, haben mich geschossen. Weil du gerade voll in den Boden reingejätet bist, in nein, den Kanal. Nein, das macht nicht so viel Damage. Ach, Ruhe jetzt. Wallah, der Kodani macht nicht so viel. Wo meinst du, kommen wir da unten durch den Tunnel? Das geht beim Singleplayer. Was denn? Irgendwelche Dings eingeben? Cheats, klar. Auf was für einem Server bist denn du? Singleplayer, Junge. Was zum Teufel, wieso kann man da cheaten? Hä, bist du dumm? Hä? Bist du dumm? Ich guck jetzt, ob ich durch den Tunnel durchkomme. Bin Kusch. Ich peil gar nichts, Alter. Ruhe. Ich schwöre. Ruhe. Gib nix, Rotor. Auto, geh weg, bitte. Auto. Nein. Ja. Junge, ich bin einfach Profi, ne? Ja. Ja, das ist ja. Vitamin B? Wieso Vitamin B? Ich wusste nur nicht, dass man im Singleplayer cheaten kann. Bin ich so der Cheater. Singleplayer-Server. Cringe Life. Happy Chrysler. Happy Chrysler. Happy Chrysler. Happy Christmas. Weißt du, was mir noch aufgefallen was ist? Was ist das denn? Seitdem du auf Unity spielst, sind so ganz viele neue Namen in deinem Chat. Schon wieder hacken hier, Alter. Tutel. Richtig viele. Was für Namen? Neue. Wie neue Namen? Neu. Happy Chrysler. Geboren. It's Christmas. Christmas. Was für Namen? Ja, neue, seitdem du auf Unity spielst. Ganz viele neue Leute. Ich verstehe nicht, was du damit meinst, mein Junge. Und. Geboren! Wow, wo kommt der Timeout her? Woher die Kraft? Ah, okay. Wolverine sieht genauso aus wie vorher oder 900p besser? Hält besser aus. Wir haben übrigens neue Emotes, ne? Den Pisser lasse ich nochmal überarbeiten.
Aber wir haben Keiko Stenz jetzt, Keiko Steh und was war das? Ach, Derp, genau. Derp ist Junkie Pack. Ja! Doch, ich bin nicht im Chat gejoint, scheiße. Kenn ich ja noch wieder, aber ganz viele halt nicht. Please, kein Meter. Was sagst du denn mal? Ich rede mit deinem Chat, nicht mit aber dir, du Arsch. Machst du jetzt hier einen auf Dings, wie beim Cooper? Der Moderator, ja, ja. Curtis, warum nicht 1080p mit NASA-PC? Weil das nichts bringt, 1080p. Du hast die Bitrate auf Twitch nicht dafür. Deshalb ist 900p das Beste, was es gibt. Die Leute, die in 1080p streamen, die haben einfach nur Ressourcen übrig. Und machen das, weil die das eh nicht juckt. Naja, da kannst du nicht durch. Inshallah, irgendwann bald 4K möglich. Hast du denn dieselben Einstellungen jetzt wie auf dem alles anderen? Komplett, nein, jetzt habe ich Medium Preset. Also nur mal besser. Okay. Boah, EDM cool, ne? Ich habe schon Blinkeschuhe an und tanze unterm Schreibtisch. Oh, ich habe gerade Streammusik angemacht. Ich fühle gerade irgendwie wie ein Simitri Tutorial. Das ist auch nicht mein Auto. Wie lange hält NASA PC dieses Mal? Wir könnten eigentlich eine Wette abschließen. Ich sag wieder 2 Wochen. Dann ist er wieder Fratze. Aber diesmal nicht schlimm, ja. Zweit PC steht hinter mir, kann sofort anschließen und weiterzocken. Ich sag 2. Vielleicht auch 3, wenn ich den nicht runterfahre. Danke übrigens für die Resubs, die kleinen Schatzis. Aber das ist kein regulärer Stream hier gerade. Ich will nur testen. Game Catering mit einer Gruppe von 24 Personen, dankeschön. YouTube-Mucke, Alter, leck mich am Arsch. Oh. Boom. Was für eine YouTube-Mucke, das was ich gerade höre? Ja, willkommen in meinem YouTube-Total. Wir sind heute bei BBD, ne? Wir machen heute Arzt und GTA kaputt. Ja, wie viel später, schaffen wir in einer Stunde? Wette, Wette und in Kommentare. Halt die Schnauze, ey. Ja, ja, später machen wir ein bisschen Filmecast und so. Aber geht eh nix, ne? Vor Weihnachtszeit und so. Sag ich jetzt schon mal, also Kreis der P. Ja, ja, heute 19 Uhr. Ja, ja, Pommes, Pommes, Pommes! Weitling! Auenland! Oh, scheiße, ey. Bin mal gespannt. Alle auf dem Regenbogen unterwegs, das ist... Ja, Curtis, du wolltest doch Fragerunde machen, dann stell mal Fragen jetzt. Ja, komm, wir machen Q&A. Ja. Also ich benutze mal L'Oreal Paris. Na, ich guck gerne Mandalorian. Ich auch. Baby Yoda ist so süß. Ich hab ein Kuscheltier ohne Kopf bei ihm, bei mir im Bett. Was? Was? Was, Junge, Alter? Auch. Hier wohnt die Pupa, Alter. Oh, oh, da in dem Loch drin, ne? In dem See? Ja. Vielleicht klingelt mein Handy wieder, muss Support. Mehr Young Mate. Hey, die macht jetzt Werbung, ne? Wer macht Werbung? Die Pupa. So ein Energy-Scheiß oder so ein Nahrungsergänzungskack, falls du keine Lust hast, dir zu kochen, ziehst du einfach so eine Flüssig-Scheiße rein und dann war's das. Zwangsernährung? Nee, so für angeblich nur für Gamer, weil die ja keine Zeit haben zu essen. Ich hab mal einen Streamer gesehen, ich nenne keine Namen, der hat auch GTA gespielt und der macht Werbung für so einen Energy-Drink, wo man besser aimt. Und der hat einen Gangfight gehabt und war in 2 Sekunden down. Und ich glaube, der säuft seine eigene Suppe nicht, Junge, Alter. Spielt alle Raid Shadow Legends. Bestes Spiel, Allah. Klickt auf meinen Link. Bitte supportet mich. Ich brauche Hundefutter für meine Katze. Wenn ich da immer höre, wünschte ich mir immer, ich wäre eine Frau. Bitte hört auf damit, ich bin noch minderjährig. Das stimmt nicht. Hör auf, das zu sagen, du Idiot. Ich krieg Ärger dafür. Ach so, scheiße. Ich bin nicht minderjährig. Auf meinem Ausweis steht 1983. D-
der ist aber gefälscht. Aber das Spiel sieht auch ohne Redux und so voll schön aus, ne? An sich ja. Dafür, dass das so alt ist? Hier bewegen die NPCs wenigstens den Mund, wenn die reden. Nicht so wie bei Cyberpunk, alter Drecksgame. Aber. Komm, wir gehen den Juri besuchen. Genau, mein Name ist Demba Knutsch. Demba hat eine Freundin, braucht gar nicht versuchen. Memo hat Frau, zwei Kinder. Falls ihr euch anflirtet, einfach ignorieren. Herz. Oh, wir gehen jetzt durch den Tunnel, Alter, weil werde ich nicht schaffen wegen Autos. Anschneiden, nicht vergessen. Ja, genau. Pink Update ist Frau Demba Knutsch. Von Ink. Da kommt bald ein fettes neues Lied raus, habe ich gehört. Mich hole der Puta! Er schreibt mich an, nur weil ich durch den Tunnel fliege, Junge. Bruder, ich atme dieses Spiel. Ja, ich atme auch, weil ich krieg. Da oben wohnt der Juri. Ah, warum machst du so? Der sieht anklopfen. Aus wie Reus, was zum Teufel? Das erinnert mich ein bisschen an Iron Man 2. Wie ja bei den Avengers, du. Oh, die Weihnachtsdeko ist richtig schlimm, ey. Jo, am Stadtpark, ne? Ich muss da Mucke leise machen. Curtis, warum bist du schon so früh online? Ich wollte gerade sagen, Curtis, was ist los? Warum so früh online? Ich dachte mir, ich mach mal was für den Geld, was ich verdiene. Für den Geld. Ich wollte NASA-PC testen, steht aber im Titel drin. Ist doch egal, ob das im Titel drin steht oder nicht. Er ist früh da und oder auch nicht. Welcher ja. Server bist du, das ist eh egal, Nate, weil du bist hier gebannt. Ich bin heute wieder gut drauf, ne? Selbst auf dem Singleplayer-Server bist du gebannt, yo! Wo ist der Dexus? Ich geb dem Fliegestunden hier. Aber das ist nicht selber Heli, das ist nicht selber Heli. Na klar, der hat auch einen Buzzard geflogen, oder? Mhm. Maverick. Ja, ist egal, ich fliege mit Maverick. Nein, nein, ist nicht dasselbe. Hol dir mal einen Maverick. Aua. Oh, Rotor fast ab. Das wäre jetzt witzig gewesen. Party-RP, Junge. Hoffe, ich spiele dir keine Mucke. Tagzam! Tagzam! Wo ist DJ Demba? Ups! Käfer! Ups! Käfer! Sorry! Please no Suppenküche! Ganz schnell weg, bevor die F7 drücken, Junge. Ups. Denkst du, das ist bis Sonntag weg? Stimmt, ne? Der ist bei seinen Eltern, glaube ich. Weihnachtsmann feiern. Guck mal, hier habe ich immer Pixelfehler, ne? Ich weiß nicht, warum. Komplett frische Neuinstallation. Was vielleicht? Oh, das ist Jesus. Warum kann ich ihn abknallen? Guck dir den Pixelfehler mal an. Seht ihr das? Ja, es liegt aber dann einfach im Spiel, vielleicht. Mhm. Ja. Immer am Pier. Von den Lampen. V-Akbitubu. V-Akbitubu. Ja, was könnte das sein? Boah, Cody Bourbon kommt bald wieder, Alter. Gestern wieder geklärt, Junge. Und der ist sogar beim Militär, wie damals. Oh, echt jetzt? Ja, aber es ist nur Adventure. Ich fahr dir rein, ich fahr über dich drüber. Nö. Das könnte die Textur von dem Pier sein. Ja, das ist aber das Game selber. Das. Push boah, ich hab Schmacht, Alter. Dann rauch doch. Nee. Hörst du auf? Ja. Bleib stark, Bruder, du schaffst das. Ich hab auch versucht. Ich hab, glaube ich, 11 Stunden durchgehalten. Dann bin ich weggebrochen, Alter. Das ist einfach, ist Kopfsache, ne? Ja. Hallo Logan! Ich will Koks haben! Bitte! Kein Problem, komm vorbei. Bitte Logan, geben Sie mir Kokain. Aua!
Und wie geht's so? Ach, Dampfen ist alles scheiße. Nee, Dampf hatte ich auch schon. Gegen den Scheiß bin ich allergisch. Da kriege ich gar keine Luft mehr. Ich glaube langsam, das Mikrofon ist falsch rum in dem Scheiß hier. Welches Mikrofon? Ja, das, wo ich reinrede. Ob das ist doch Kondensator-Mikrofon, oder? Hä, nee, aus der Waschmaschine hat das. Ach so, nicht trockener. Mir hat's geholfen, von den Kippen wegzukommen. Ja, es ist halt bei jedem Menschen unterschiedlich, ne? Ich würde nicht dampfen, ich mag das auch nicht. Ich krieg da krieg ich Herpes. Ekelhaft. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Ja. Einfach eiskalt. Darum erstmal die E-Zigarette anmachen. Mann, ich habe einen Kollege, der hat 3 oder 4 Jahre nicht geraucht, der hat einfach wieder angefangen, Alter. Kenn ich auch so ein paar. Ich hab mich schon im Arsch gebissen, als ich mir Mandeln entfernen lassen hab. Und 2 Wochen nicht geraucht habe und wieder angefangen habe. Das ist halt echt traurig, ne? Ja, sei froh, Hecki, man rauchen ist ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Beste nie anzufangen. Noch ekelhafter ist das, wenn du eine Freundin hast, die nicht raucht. Oh ja, boah, oh ja. Die geht dir dann immer voll auf den Sack, Junge. Ja. Was hat die Frau Demba gemotzt, Bruder? Oder? Ich hol mir jetzt auch bald ein neues Mike. Ey, hey! Du musst stehen bleiben wegen Unfall. Nö. Hat keiner gesehen, da musst du nicht stehen bleiben. Ich bin Projektleiter, ich darf weiterfahren. Unity, wir fahren weiter. Ach komm, verpiss dich, Auto. Ach ja. Ich geh jetzt in den Modding Permicus. Geil. Gehst du programmieren oder was? Ne, Modding. Was für Modding? Achso, wegen LR. Ja, ich versuch das jetzt. Ah, Digga. Frag den Benio, aber du weißt ja, wie. Vergiss die Schaufel in meinem Auto nicht, bitte. Was ist, leckt das irgendwie? Nö, ne? Nö, kein bisschen. Sound auch gut, alles so. Ja. Tipptopp. Ja, gut. Kann ich nachher Permicus spielen und rumstehen? Ja. Zum Stehen reicht das Bild. Ja, das freut mich. Wer will, dass ich den Retzmann her wieder anschreie? Den Reese? Ja. Von den Yadis? Ja. Hat der wieder dein Dia-Schwert geklaut in der Minecraft-Pommes? Nein, ich... Junge. Oh Gott. Er fahr mit Modding, auf, dass du nicht auf die Idee kommst, die IPL zu entladen. Was, Bruder? Hast du dich so sehr. Was, Bruder? Gib mir mal bitte kurz Mod, ich muss mal kurz eine Sache machen. Guck, danach kannst du wieder nehmen. Mal den Junkie Park im Singleplayer an. Also mit der Singleplayer. Ja, SLB, mach doch mal. Bruder, Alter. Viel Chip-Shopper, ja. Viel Chip-Shopper? Ja, übertrieben. Lad doch mal die richtige IPL. Das Ding ist, die Online-Map hat sogar Objektfehler, Alter. Dieser Zaun am Ende. Hä? Was ist denn hier los? Wo ist denn der Zaun? Hä? Ach so, hä? Nee, warte. Hä? Hä? Was ist denn das für eine Map hier, Junge? Oder ist das nur im Online-Modus die Map? Nee, im Singleplayer gibt's die. Ja, aber warum ist die weg? Weiß nicht, ich fahr da jetzt auch mal hin. Was ist los passiert? Ja, aber ich bin im Singleplayer, wo sind die Bänke? Ich nichts wissen. Ui. Hey, bei mir ist alles weg. Ja, vielleicht haben die irgendwas verkackt. Nee, nettes Nachladen, jetzt ist da. Okay, kann sein, dass ich im Helikopter sitze. Warte. Weil Darstellungsdistanz im Helikopter nicht hoch ist. Kann sein, dass der da nicht alles rendert für bessere FPS. Ihr gucken. Ja! Sebastian, mach so, bitte Junge. Fix, bitte, ja. Ja. Hä? Was schreibt mich jetzt der Nate an? Wie ich will. Das ist mein Zuhause. Wo ist denn der Sound? Wo ist denn der Sound, Junge? Oder verändert sich die Map mit dem Dings? Mit dem Game-Stand so? Komik. Wo Zaun? Riemen hat Zaun geklaut oder Körbsen? Oh.
Köpsen hat gegessen diesen Zaun, ja. Nein! Aua! Aua! Tag zusammen! VDM! Der Körbsen ist aber nicht mehr im Keller, deshalb war ich ja 2 Wochen weg. Ich habe den Körbsen auf eine einsame Insel gebracht. Das ist voll schwer auf den Schatz zu gucken und dabei zu fliegen. Dann mach nicht hier. Boah. Die könnten mal langsam nach Hause kommen, ich krieg Hunger, Alter. Interaktion. Ey, Chat, habt ihr schon mitbekommen? Es gibt bei Tschüss im Netz Teil 2. Ich hab Text schon fertig. Gibt wieder ein dickes Feature mit Papa Stay. Nixon Lutscher! Soon, ja, soon. Dann, wenn die Zeit dafür da ist. Was machst du da, Junge? Oh, Cheeseballs. Wem redest du? Mit dir. Wieso? Hallo, sind sie des Wahnsinns? Hab ich denn getan? Der Herr? Wo hast du jetzt die Garage her? Der Herr? Ich kann hier kein verdammtes Dingsbums bauen, holen. Junge, der Motor geht aus. Oh, rein in eine VDM Pemmickes. Ich muss wieder schieten. Bertel, by the way. Können die eigentlich auf dem EP-Server hier hoch? Wie damals auf VL? Nein, ne? Gibt keine Teleport auf Unity, ne? Ja, hier. Auf dem Hotel beim... Nee, ich glaube nicht. Oh, das war knapp. Junkie Park wieder am Cheaten wie auf Unity. Ist auch so, Alter. Alles Kriminelle, alle wegbannen, alle State Prison. Ja. Ja, mit uns macht Krieg keinen Sinn. Schmutz. Wir kippen mehr nicht Schmutz. Um. Tag, Ultras. Schon ein schönes Spiel, muss man echt zugeben. Oh, da hat der Maximilian aber recht gehabt. Das ist echt viel hübscher, die Map. Naja, die Insel gibt's nicht. Was sagst du? Mit Postal Codes ist das echt hübscher. Kann man dir spenden? Nee, Bruder, geht nicht. Du kannst ein Tier haben in deiner Nähe spenden. Dann schreibst du rein, ist eigentlich für Curtis. Aber ich mag Tiere sehr. Was ist das für ein Helikopter? Warum fickt der weg? Hallo. Tag, Sam. Hallo. Ich bin Hallo. Halt, bitte keine Beleidigungen. Bist du Beleidigungen? Ja, wenn du immer ausrastest, Junge. Bei welchem Spiel? Ich bin in GTA Singleplayer, ich teste NASA PC. Ah, okay. Nee, dann raste ich nicht aus. Aber was für Dingens? Was Rainbow? Ich mag dieses Spiel nicht, ja? Warum Löcher nicht? In Wand klopfen, ganze Zeit campen. Boah, ist voll geil. Ui. Kannst du ruschen? Hast du den Vogel gekauft, Junge? Nein, hab ich nicht. Der Hintergrund da. Der Ori, ich hab dir gerade ein neues Spielzeug geholt. Würde schon sagen, die Tante ist da und putzt. Hat sich angehört, wie Fensterscheiben putzen, Alter. Da quietscht auch immer so. Aber die ist ja im Chat drinne. Wie soll man lieber hier in den CS-Hof kommen? Was quietschen da? Nein, ich hab denn so einen, wie heißt das, so einen Donut gekauft. Einen Donut. Schon wieder ein Spielzeug? Ja, noch ein Spielzeug. Hat ich kann da nicht kaputt nein gemacht? Sagen. Ich kann einfach nicht nein sagen, weil ich ein Spielzeug vorbeigebe für den kleinen Frägel. Ich muss dir eine Kleinigkeit muss ich dann holen. Ist ja Weihnachten, ne? Ist ja Weihnachten. Kann man schon mal gönnen. Lass mal Frösche quetschen gehen, Alter. Ja, komm. Ist doch hier, ne? Welchen Server war denn da? GVMP? Hört sich das so schlimm an? Ah. Nö, ist lustig. Nö. Den will ich jetzt kaputt machen. Lass mal Frösche quetschen. Der Uri, du Spasti, Alter. Hallo, so was sagt man nicht. Na, hör du, mal. Du schöner Hund. Nein, du Idiot. Du süßes kleines Etwas. Du Idiot. Du Blödmann. Hallo, du, wir sind hier PC, Mann. Ja, ja, genau. Oh, nö. Okay, ich hau schon ab. Sorry. Erstmal neue Schub. Ich hau doch ab, Junge, was will der? Hau doch ab, Alter.
Allah, ich geh so in die Küche her. Der ist einfach komplett kaputt. Demper. Ja? Machen wir gleich weiter? Nee, ich geh jetzt gleich erstmal. Ja, dann hau doch ab. Geh doch. Duschen. Dann mach dich weg. Warum bist du jetzt so? Bitte? Warum bist du jetzt so? Warum nicht zweimal? Na. Weiß nicht, wieso der hier 16 Stunden unterwegs sein wo darf. War der ich darf nicht mehr essen. Wer darf nicht essen? Der ich. Why, Kiki? Oh, du kleiner. Piep. Habt ihr schon die neuen Better Twitch Emotes gesehen? Zum Beispiel Keikus Junkie. What? Ne, was, der Oma, was der Oma gemacht hat. Pinkel, pinkel. Hä, seit wann fährt der, wenn Caps Lock aus ist, schnell? Salto mit dem Auto, ich fahr weiter. Ai, ai. Was meint ihr? Mache ich meine Schutzfolie auf mein Handy mit Blase oder ohne? Mit. Nein. Mit. Ach ja, ich habe auch Keikus PP wieder hochgeladen, den alten, aber Beta Twitch. Was ist PP? Etc. PP? PP. PP. Wie willst du da. Oh, komm, Alter. Fehler B. Verstehe dieses Emote einfach nicht. Das ist das neue Pissa-Emote. Aber das wird überarbeitet nochmal. Ich hab das nur so hochgeladen. Herr Lokführer, der Herr. Was ist das denn, Alter? Oh, das ist meine Zeit. Im echten Leben würde das gar nicht gehen, jawohl. Du hast keine Ahnung. Mr. RP-Polizist. Ah, jetzt ist es am Arsch. Hau ak, wie du bist. Schaffen wir das noch? Nö. Warum nicht? Nö. Why, Kiki? Nö. Fahrrad fährt echt scheiße hier. Boah, ich will, dass die Sterne wechseln. Was für Sterne, Junge? Ey, Singleplayer. Ey, komm. Noch ein bisschen Helikopter fliegen. Junge, Fahrrad fliegt einfach 100 Meter weg, Junge. Scheiß auf den Zug, der ist doof. Und Chat, wie geht's euch? Kauf jetzt der Tanga, wo wir uns im RP versteckt haben. Was? Kauf jetzt der Tanga, wo wir uns im RP versteckt haben. Was für ein Tanga, Junge? Tanga, Tanga! Hanga, Junge! Aber geht uns selbst. Mir ist alles gut. Geil. Bin ich mit Michael hingefahren und nur Trevor kann das kaufen. Da könnte ich ausrasten bei sowas, ne? Mir geht's auch gut. Und ich habe Trevor noch nicht mal frei. Voll doch. Wie kriege ich denn die Scheiße? Hab ich doch drin. Ich habe das Safe Game doch drin. Also ich habe 50 Mille. Verstehe jetzt nicht. Kannst du mir mal erklären, woran das liegt, John? Nö. Wieso geht das nicht? Weiß nicht. Gehört, ist TS ready? Nein, aber ich habe E-Mail geschrieben vor 2 Tagen. Jetzt liegt das an Teamspeak, wann die antworten.
Die Karte ist noch gar nicht aufgedeckt. Andere Teamspeak ist fertig. Bei der Farbe. Kann das sein, dass ich das Safe Game nochmal reinmachen muss? Ja, klar, du hast da neu installiert oder nicht? Ja, ja, aber ich hab das ja drin. Also ich hab 50 Millionen. Aber sonst, die Karte ist nicht aufgedeckt. Gar nichts. Er macht einfach VDM, Junge. Dankeschön. Der Herr. Mach einfach nochmal neu rein. Der Herr, sind Sie des Wahnsinns? Steigen Sie mal aus. Hier spricht die Polizei. Ich schau erstmal hier in die Luft. Hier spricht die Polizei. Ja, komm. Ich hab gelernt, wie man kämpft. Komm. Und noch rein. Boah, wenn man jetzt richtig boxen könnte. Ultra gut. Batman, du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Wie willst du mich denn zu Hause treffen, Mann? Du Lügner. Und man guckt sich keine Katzen an, wir haben Corona. Man trifft sich nicht mit anderen Menschen. Das ist gefährlich. Das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige? Der Herr. Da gibt ein Bußgeld. Ja, aufgeschrieben. Da gehe ich direkt in eine Google Docs Dokumente und lege eine Akte an. Dokumento. Dokumento. Machst du 3-Seiten-Dokument fertig? Ja, ja. Mit Screenshot. Von den Schlüsseln. Download. Aber läuft gut. Mal gucken, wie läuft mit Raid Champion. Danke übrigens für die Resubs und Subs. Ich küsse eure Mundwinkel. Gerne schön. Welchen von den zwei Emotes findet ihr am besten? Keiko Stance oder Derp? Beide scheiße. Ach, du bist scheiße, Junge. Ah, was sagst du da? Das ist eine lächerliche Szene, wo du Essen reinbunkerst, du Ekliger. Ja, dann habe ich aber wenigstens was, wenn was ist, du Wichser. Deine Mama hat keinen Brustkorb. Sieht aus wie eine Badewanne. Deine hat keinen Briefkasten mehr. Ui. Mal gucken, vielleicht wird Keikos PP heute noch fertig. Vorm Stream. John? Nee. Bon Jovi? Danke. Wenn John ich von Unity das Dings runterlade, ne? Hogwarts. Das was? Das Safe Game von Unity, ist das normal, dass man da zwei Dateien drin hat? Ja. Ja. Vier, meine ich. Ja. Da sind noch Punkt-Bug-Dateien drin, ne? Genau. Hoffentlich ist eine Sportkarre da gespawnt. Also zwei Bug und zwei... Ja, ja. Die Backups brauchst du nicht, aber kannst du eigentlich mitziehen, ist egal. Okay. Brief, Brief. Natürlich alles Corona-konform. Will ich ja hoffen, der ja. Und ich hoffe auch, dass ihr alle schön Weihnachtsgeschenke über das Internet bestellt habt. Anstatt raus in die Stadt zu gehen. Ich war in der Stadt mit 16 Leuten. Sehr gut, Stream Elements. Was, du geh nicht, Junge, auf zu labern. Doch, doch. Lüge. Ich komm rausgefallen. Ach, egal. Körbsen, ich hab dich ausgesetzt auf einer einsamen Insel im RP. Du könntest jetzt rein theoretisch in 3 Wochen auf Unity Pommes kommen und dann erwachsen sein. Oh. Aber kein Bock auf noch so ein Troll. Mila? Mila? Also. Da vorne ist Mila. Hab ich's neu eingefügt. Das ist Mila. Hallo Mila. Kommen Sie mit. Ich bring dich nach Hause. Ja. Sure. Komm, ich fahr dich zum Park. Du bist ja bestimmt offline, weil CPU wieder qualmt. Ups, ups. Hogwarts. Entschuldigung. Jetzt ist der Zaun da, siehst du? Wir gehen nach Hause. Ja, da könnt ihr SLW mal fixen. Tschüss, Mila. Ich hab Mila nach Hause gebracht. Entschuldigung, Käfer. Wow. Entschuldigung, hat geleckt. Sorry. Entschuldigung. Entschuldigung. Mann, ich hab gehupt. Warum geht der nicht weg? VDM. Ja.
Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab doch Entschuldigung gesagt, der Herr. Warum sind sie denn gleich so aggressiv? Dass die immer so unfreundlich sein müssen. Also, Demba oder Bompa oder Nick oder sonst irgendwer, ihr seid nicht dabei bei einer Runde. Hat alle zu. Ich hab's nicht. Boah, ja, Milky, bist du wieder am Hacken, wir haben Hacker. Hä? Ja. Ne, ich bin jetzt gleich weg. Was hat Thiago gesagt? Ja, können wir machen. Was macht der Rainbow Pommes? Ja, ja. Das automatische so Speichern. Katze. Ah, doch, eine Ja, schrei doch nur lauter, Demba. Ja, ich schrei doch nicht. Du dein Mikrofon ein bisschen runterpegeln. Ja, ich... Du übersteuerst des Todes. Ja, ich pegel jetzt gleich und kegel. Ups. Hacker, wir haben Hacker. Ich hasse dieses Auto, ne? Ey, wenn ich das Safe Game reingemacht habe, ne? Ja. Müsste ich dann alle Waffen haben? Bestimmt. Weil hier sind. Also die Karte ist wieder nicht komplett aufgedeckt. Ich fahr jetzt mal mit Controller. Und nix. Dann. Weiß nicht. Ich hab eigene. Server kann ich immer noch nicht auswählen. Geht alles nicht. Wo ist denn die Handbremse auf Controller? Xbox? War es nicht Viereck? Hast du ja links. Wie was links? Ist das? Ja. Versuch mal A. Oh, genau. A oder. Die beiden mal. Oberen Schultertasten könnte auch sein. Schick mal bitte dein Safe Game. Oh, das John. War falsche Taste. Ups. Ey, warum kegelst du dich aus dem Auto raus? Grüße, Tai, ich hoffe, dass ich keinen Banknebel kriege. Ich bin gerade auf Unity unterwegs. Oha, der läuft einfach weiter. Ich mache Verletzung nicht ausgespielt. Kicker-Pommes. Ich sehe dich jetzt gleich in der Küche. Wir klären das anderweitig. Pauli, danke schön für den Prime. Grüße. Ach, Bitty. Macken? John, check mal bitte dein Safe-Game. Klar, ja, das ist der Hintergrund. Die spielen einen Verrückten. Das nervt mich gerade irgendwie. Supersport. Rockstar Games. Was ist denn dein Problem? Ja, dass das Safe Game kein Safe Game ist. Ja doch. Du hast doch gerade Achievement freigeschaltet. Nicht so schnell. Warum hupen die? Ich fahr doch schon. Schnee. Du bist da eine Dreckskarre, ne, Alter. Fuck them. Motorrad. Hey. Ja, Ducky, mit dem bin ich gerade online. Deshalb bin ich hier online, weil ich den testen möchte. Entschuldigung. Das steht auch übrigens unten im Stream-Titel. Steht auch im Titel. So, Entschuldigung. Ich mach dich das fertig. Alles kein Thema. 100% Haut. Cool, Alter, Junge. Ich danke Sie. Ja, ja, auch. Mach mich ein bisschen kirre mit der Mucke im Hintergrund. Wird für wie wasserdicht. Hä? Du bist nicht wasserdicht. Ui. 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 Wenn ich rülp, schmeckt das nach Bacon und das ist lecker. Schmeckt nach Schwanz, wenn du rülpst. Bacon. Woher weißt du, das könnte sich sofort das gleiche. Wenn man das riecht, deshalb weiß ich das. Naja. Riecht mal von Köln bis nach Duisburg. Sitzt gerade neben mir, du Arsch. Ja, streiche meinen Rücken bitte. Nö, ist haarig. Haarig. Wo haben wir denn den Dembakusch? Hier. Ja. Da ist er. Ich sitze hier. Da gucken sie Upload. Hey, danke, Dinke. Hallo, ich will nach Kutsch oder einen Supersport. Jo, guten Abend, der Herr. Packen nach Desktop. Hey. Jungen Abend. Oh, hallo, Hund. Kommen Sie bei mich bei. Kommen Sie, ja. Dann. Neuer PC? Komm. Nein. Ja, doch. Ja.
Der alte neue PC halt. Nix da. Was geht ab, Abdullah der Ruler? Dokumente. Abdullah der Ruler, du bist ein sexkranker Vogel und würdest nicht mal die Merkel von der Bettkante stoßen. Was geht ab, Rockstar State, Games. Mit der 5 Profiles und dann da rein, ne? Alles gut, alles gut. Ja, Profiles, ja. Dann der Unterordner und da rein. WoW geht ab, bist wieder süchtig, oder was? Aua. Naja, genau. So. Junge, ich hab einfach kein Glück mit den Spawns, ne? Ne, Krautsalat, das kommt nicht mehr wieder. Das hat keiner benutzt, außer du vielleicht. Rückfällig. Passen Sie auf, der Herr, das macht sehr süchtig. Nicht, dass sie sich da eine Pommes verlieren. Beste Beispiel ist der Memo. Aber... So, Digga. Ach so. Modding, zack. Das ist der Obenitz, das Gefiebelt, ja, da bin ja auch tatsächlich ich. Ivagos. Lüge. Und dann, wenn ich gefragt werde, einfach überschreiben, ne? Den ja. Speicherdingsbums. Oh. Und hier ist so ein neues Mofa. Was für den Mofa, Bruder? Ach so, schon lange, aber der ist schon zweimal kaputt gegangen, der Rechner. Deshalb wollen wir mal testen, ob der durchhält wieder. Merry Christmas! Ja, übertreib nicht, Junge, voll laut. Aber, Digga. Und ich bin live. Was hat wehgetan? Ich bin live, Petey, bitte benehmen Sie sich der. Ach so, das heißt on air, ich wusste das gar nicht. Das ist türkisch. Hallo, Fatex. So, dann starte ich mal der Rainbow Permakiste. Ah, sie ist halt das Hort, anderes schon. Map komplett auf. Wer spielt Rainbow, Digga? Top, top. Der Onkel. Dimba, ich. Ja, ich stream morgen, aber früher. So wie heute ungefähr. Wegen der heiligen Abend. Wie viele Nacht. Wegen der heiligen Abend. Lass mir eben den Hund raus, sonst reißt sie mir gleich alles ab hier. Junge, Projektmap ist so stark, ne? Das mit den Dächern, ne? Ja, Mann, das ist so stark hier. Da kommt man einfach nicht hoch. Klar kommst du da hoch. Aber irgendwie ist das auch, sagen wir mal, hier ist eine Gang auf einem Server. Aber wenn du woanders wohnst und hier hingehst und du weißt, wie du hier hochkommst, ist das irgendwo Meter, ne? Meinst du? Ich komm mit dem Bike überall drauf, Bruder. Ja klar ist das Meter, woher sollst du sonst wissen, wie du hier hochkommst? Naja, aber du kannst doch auch, wenn du irgendwo rumrennst oder so und einfach da an die Wand springst und da hochkletterst, dann weißt du doch auch, wie du da hochkommst. So, ich finde das nicht. Wenn du siehst doch auch in Wirklichkeit, wenn du wo hoch kannst oder wo nicht. Nein. Nur weil du da so ein bisschen gekloppt rumrennen musst. Nein. Ganz einfach. Nein. Ich bin der Projektleiter hier. Und wenn ich will, dann bann ich dich. Ja, okay. Hier habe ich angefangen zu trainieren, BMX zu fahren, an der Wand. Dann werde ich aber ganz beleidigt und schreib irgendwelche Leute an, dass du ganz böse warst, ja? Doch. Geh doch nach RP-Update, mach doch Beitrag über mich. Ja, geht gerade nicht. Auch. Die haben Winterpause. Aua. Aua. Mit Passwort geschützt. Muss einen Landeplatz kaufen. Das ist ein neuer EP-Charakter, ja. Das ist der Herr Alan Bogan. Ich komme mit neuen Cousin, Harry Nipples. Mach dir gleich Fake-Ausweis fertig. Ja, ich habe doch einen Landeplatz gekauft. Hier kann man auch gut trainieren. Bist du Online-Modus? Nee. Singleplayer.
Aber ich hab der Tanga da oben noch gekauft. Aua. Warum? Ich geh mal gucken. Junge. Was geht, nix. Wir testen NASA-PC. Und ob der vielleicht abraucht. Ja, steht auch übrigens im Streamtitel. Ja. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Und wenn sie nicht lesen können, stehe ich ihnen gern zur Hilfe. Tag zusammen. Tag zusammen. Hi. Geh mir neue Mic holen. Ich geh mir neue Mic holen. Aua. Neue Mikrofon. Dup, dubi, dup, dup. Eine von euch. Warum hat er jetzt das Vollbild Fenster Pömmekes wieder geändert? Junge, das Wort Pömmekes kommt voll in Mode, ne? Ekelig. Ja, ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, fände ich auch ganz schlimm. Ja, irgendwas hat mich eingeladen. So sehr, solche Graffitis sind übrigens auch auf Rage MP möglich, ne? Wenn man mal guckt, dann sieht man, dass die nur draufgelegt sind. Ach, voll simpel. Hat 187 nicht sogar so Graffitis? Ja, ja. Das obwohl, bei denen weiß ich nicht, ob es Textur ist. 187. Ein Sack Zwiebeln. Oh, ich verzieh mich mal runter in den Channel. Piesen. Jo, tschüsschen. Komm jetzt auch. War gar nichts kaputt. War eine Steckerlose, ja? Hä? Da war eine gefragt hat, was mit deinem PC war. Aber geh nix. Stecker war kaputt oder so. Nein, ich bleib jetzt nicht online. Ich bleib nur ein bisschen. Und dann gehe ich offline und dann komme ich wieder. Ich habe nämlich noch nichts gegessen und so. Ich muss was fooden in der Trap House Kitchen. Ist schon wieder 5 Uhr, Alter. The good old Jamaican food, ja man. I live in this food. It's really chill. Dafür, was ich gerade gemacht habe mit der Megamall, dafür habe ich auf Alternate einen Bann kassiert auf meinem eigenen Server. Weil ich mich da runtergefahren bin und dann bin ich auf dem Dings geflogen, auf dem Rücken. Da hat der Trick nämlich nicht funktioniert. Ist doch mit uns. Ich muss erstmal was fertig machen. Aber ich esse nicht im Stream. Im Toaster? Das gehört sich nicht so was. Will sie kein ASMR essen machen? Social Eating? Nee. Hast dich selber gebannt? Ja, quasi. War das schon ein bisschen pervers, so. Wenn man darüber nachdenkt, sich selber bestrafen. Ja, muss das sein. Ist immer wichtig, dass auf dem Server alle gleich behandelt werden. I've met tougher Boy Scouts. Tag mir wieder, Luca. V-Ak-Bitubu. V-Ak-Bitubu, haben die uns jetzt alle verlassen? Ist eh besser, ich mag die nicht, ich mag nur dich, Bumper. Voll süß. Ich finde das auch widerlich, wenn Streamer im Stress essen. Wird nicht gegessen im Stream, Alter. Also Social Eating kann ja schon was haben. Vor allem, wenn man dann so irgendwie so Asian-Nudeln isst und dann die ganze Zeit sowas hört, so. Nee, Mann, hau ab. Ich habe auch noch nie einen Server gesehen, wo der Platz hier bespielt wird. Ne, und das ist so cool hier eigentlich. Außer in der Heimatstadt Pommes. Weil man hier die Sozialhilfe holen konnte. Wegen der Stütze halt. Da wird aber auch eigentlich nur mit dem Bike davor geheizt und dann ein kurzes Ding geholt. War voll cool hier. Im Stream schlafen jetzt irgendwann, da wird's jetzt komisch.
Hier, guckt euch den Junkie-Pack an im Singleplayer mit dem schönen Zaun hier. Mülltonnen, Bänke. Ja, und ich gebe mir Mühe, selbst der Rasen sieht schön aus. Das Setup ist unaktuell, ja, Bruder. Sind auch keine Rafflinks oder so. Ich habe meistens immer nur zu den Produkten direkt verlinkt. Nicht zu Amazon oder so, glaube ich. Doch, muss so sein. Der Park in der East. Wie keine Amazon-Rafflinks. Meinst du den unterm Lost MC? Mit dem Fußballplatz und so? Das ist eigentlich auch voll cool abzuhängen. Komm, wir fahren da mal hin. Als so viel Vorstadt-Kids finde ich das. So ein richtiger. Gibt echt coole Gegenden, wo noch keiner sitzt. Oder man noch nie jemanden gesehen hat. Da weißt du ja, wie das geht. Musst nur anfangen, das zu bespielen, dann machen sie alle. Welcher Park denn neben der Werkstatt? Eastside? Wo ist denn da ein Park? Naja, nicht Mirror Park. Mirror Park wird oft bespielt. Von Gang Pömmler. Ja, moin. Oh, Big Peanut. Hi. Skatepark? Ach, meinen die den da unter der Brücke? Ach, unter der Brücke dat. Ja. Was willst du denn da? Da kannst du eh nicht gut fahren. Voll scheiße da. Da kannst du nicht gut fahren wegen dem Ding, weil wegen der Brücke halt. Wegen allem. Also das ist da irgendwie, die Dinger sind halt ja auch gar nicht dafür gemacht, dass man da fährt. Da ist schon mal jemand auf die Idee gekommen, irgendwie so den Untergrund da, also die ganzen Schächte mal zu bespielen. Nein. Irgendwie. Das wäre auch cool. Das stelle ich mir auch cool vor. Das so habe ich richtige... in SLP damals, da hatte ich ein Haus unten. Okay, oh, Cavalcade. Das ist wieder Big Peanut. Den würde ich aber auch fühlen auf Unity. Was denn, Big Peanut? Ja, ja. Der kommt, Junge. Der kommt 100 Pro. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das mache mit dem Stimmenverzerrer. Weil bei diesem Clownfisch-Ding das für das Teamspeak, da habe ich mich immer selber über Monitoring gehört. Ja, du kannst dir Clownfisch auch einfach nicht für Teamspeak holen, sondern allgemein Clownfisch. Ja, aber das Ding ist, ich will mich selber hören. Ich will diese Stimme selber hören. Ja, ja, und das weiß, kannst du da auch Sachen machen. Klingen. Ja, aber dann hört der Stream quasi doppelte Stimme, glaube ich. Glaub nicht. Du kannst ja da wahrscheinlich ein Ausgabegerät einwählen, andingsen. Und ja, das ist dann halt nicht dein Standardgerät. Sollte eigentlich kein Problem sein. Gibt viel zu wenig CVRP. Ja, aber das ist halt die GTA-Welt, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich sag dir ganz ehrlich, du kannst es so ein bisschen machen, aber viel Zivi. Da wird dir, also mir würde da langweilig werden, wenn du das dann nicht irgendwie probierst. Du musst halt auch Features reinbringen, die Zivilisten nicht nur arbeiten. Hier, das hier, warum wird das nicht bespielt? Aua. Das ist die deutsche GTA-Szene. Eigentlich ist das ja nicht schlimm, dass so Cops and Robbers gespielt wird. Also so Gang, Polizisten also und so, aber das ist halt. Auf HL habe ich das auch ein bisschen gespielt, den Park. Den hier? Mhm. Jo, guck mal, Fußballplatz, Alter, sogar mit Bänke, alles. Ja, Pascal, heute Abend kommt auch noch Pommes-Stream. Da habe ich Memo mal hingeschickt zum Abnehmen. Aber es gibt doch auf Unity viel CVRP. Da sind doch überall Zivilisten. Was heißt Zivilisten? Irgendwelche Geschäftscharakter, die irgendwelche Dings machen und so. Das sind ja auch Zivilisten im Prinzip. Schon ein echt geiler Spot hier. Vor allem ist die Aussicht voll gut. Mein Charakter auf Unity ist auch Zivilist. Ich habe noch nichts Kriminelles gemacht. Ich kümmere mich nur um Rasen. Ja, gibt viele coole Orte. What's your problem, Fatso? Was hat der gesagt? Gibt viele, die CVP machen, klar. Ich glaube, auf Unity ist das wirklich so 50-50 mit Civis und Gangs. Oder Crimler.
was ist, oh mein Gott, Junge. Kurz, direkt voll aggressiv. Ich hab nichts gemacht. Ach, die mögen den Schwein. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nur ein Bier getrunken. Was für dich der beste Spot? Boah, kann ich nicht sagen. Aber immer wenn ich spiele, fahre ich in die Southside. Ich weiß nicht warum. Rose Street, home. Vasco, vielen lieben Dank für den Resub im zweiten Stufe 3 sogar. Jetzt kommen alle wieder her. Guck mal, du liest die ganze Zeit keine Subs vor und er macht Stufe 3. Und das liest du vor. Geldgeiler Streamer, fick dich, fuck you. Die Halle ist auch geil. Wo du gerade dran vorbei bist. Die ballern, weil die den Trevor in der Story nicht mögen. Ist halt ein Junkie. Und mit dem Hinterrad, Junge. Okay, Sugar. For fuck's sakes. Ach ja, ich mache jetzt nur noch Singleplayer-RP. Oder wie der eine Typ auf YouTube ist, ein Alter mit der Hundecam. Ich mache einen 5M-Server, hol nur meine Leute drauf, add die ganze Zeit irgendwelche Fahrzeuge und so und schreibt dann in dem Videotitel, heute klaue ich Mercedes SLS. Heute gehen wir den klauen. Natürlich aber. Einfach so stellen, alles dann nur ich einfach so gescriptet Spot, machen. Da steht ein Auto und ich steig dein und fahr weg und alle feiern mich. Lass mal machen, so einfach so komplett gescriptet auf dem 5M-Server, aber nur wir. So ja. 30 Mann von uns und wir machen jeden Tag so eine Angriffsstory und wir verstellen immer die Stimme, das hält bestimmt keinem auf. Ja, und immer Name wechseln. Ja. Damit morgen bin ich Rolf, gestern war ich Lukas. Ja. Scripted KW, hast du dafür Beweise, Gladdy, oder warum sagst du das? Und selbst wenn die da gescriptete RP-Sachen machen, das ist deren Server, die dürfen da machen, was sie wollen. Man muss ja nicht das spielen, wenn einem das nicht gefällt. Außerdem glaube ich sogar inzwischen, dass es manchmal ganz cool wäre für Leute, wenn sie so ein bisschen eine Richtung hätten, was sie daraus machen, weil sonst entsteht dabei nur Scheiße, habe ich das Gefühl. Ist schon eine große Hilfe für einen Server, wenn ein Team quasi für Events auch sorgt. Ja, also das ist weißt du, was ich mich, ich erinnere mich immer richtig gerne zurück an damals. Ne? Ist ja weitestgehend bekannt. Aber damals auf GT Live war das halt so, Amali hatte Geld durch einen Exploit, durfte das behalten und Schwarzwasser und Lench war halt wie auf dem RP-Server wie so ein Questgeber in einem MMO. Der hat dieses ganze Geld, dieses ganze Vermögen von Amali halt dafür benutzt, um RP zu erschaffen. Weißt du? Ja, ich finde es auch, also ich fand das richtig gut. Na klar, ist das ein bisschen Kacke, oder wenn man das so sehen kann. Aber es hat für so viel RP gesorgt, da waren ja alle mit dabei. Der ganze Server hat einen RP-Strang gehabt. Deshalb war das auch bis jetzt die coolste Zeit. Das kriegst du aber auch nur hin. Das kriegst du aber auch nur hin, wenn du das irgendwie, entweder wenn du so einen Spieler hast, der das einfach hat und auch in der Lage dazu ist, oder wenn du halt das selber machst und sozusagen Events einbindest, wo du halt, wo es halt um richtig Geld geht, die aber jeder machen kann, wenn du sozusagen so eine kleine Story vorgibst oder sowas, die halt bespielt wird oder halt irgendwo ein Beef spoilst. Ja, das haben wir, ich spoiler jetzt einfach mal auf Unity durch die Waffenhändler. Wir wollen da so ein kleines bisschen so mit Events auch verbinden, um an die Waffen zu kommen und so. Wie der Typ, der da auch bei uns gemacht hat, ne? Der Waffendealer, der kam zu uns und meinte, ja, besorgt die Schlüssel vom Krankenhaus, so. Dann kriegt er Waffen. Beziehungsweise, dann könnt ihr die Waffen kaufen. So, der hat uns eine Aufgabe gegeben und das hat mega Bock gemacht. Allein zu wissen, okay, du hast jetzt was zu tun. Weil manchmal ist das echt schwer, aus dem Nichts einfach IP zu erschaffen. Vor allem, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist. Stell mir das als Zivilperson, also Zivilcharakter einfacher vor. Weil du dann halt mit jedem wirklich cool bist und einen riesengroßen Freundeskreis hast. Und jeden Tag sind welche davon da und irgendeiner erschafft RP und du kannst dich mal anschließen. Oder du erschaffst RP und andere schließen sich bei dir an. Wenn du als Gruppierung so spielst, ist es schwer. Wenn du zu hart mit einer anderen Gruppierung zum Beispiel RPst, so, dann ist das Geheul halt immer groß. Ja, die kuscheln. Die machen zusammen das und das. Oder das gar kein Kuscheln ist. Ich weiß gar nicht, wann das Wort erfunden wurde, Alter. Auf GTA Live haben wir auch mit drei Gruppierungen RP zusammen. Und einer davon hat den zwei Gruppierungen halt immer Aufträge gegeben. Da hat noch keiner gesagt, ja, die kuscheln. Ich glaube, das hat mit Alternate angefangen. Mit Ende Live anfangen. Naja. Aber die Leute schreien auch immer nur, ja, das ist kuscheln. Wenn es um. Ach komm, Alter.
wenn es darum geht, irgendwie was gegen eine andere Gruppierung zu machen. Als wir mit dem Kiez unterwegs waren, diese Geiselnahmen und so gemacht haben, hat keiner gesagt. Das ist halt ein bisschen so Doppelmoral. Ja. Wenn es einem hilft, dann ist man schön dafür. Und wenn es halt, das ist aber, keine Ahnung. Ist Cody eigentlich im Team? Ich glaube nicht, weiß ich gar nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich interessiere mich so ziemlich dafür. Und check da ab, wer im Team ist. Ich glaube, der hat mit dem Waffendealer einfach zu tun. Weil zu der Erkenntnis sind wir auch schon gestern gekommen. Wir hatten gestern wieder ein Gespräch, der Holik, Yadi und ich. Ist verdammt schwer, als Event-Character herauszufinden, welche Gangs wir unterwegs sind. Weil es gibt auch zum Beispiel Mafien oder so, die komplett unentdeckt bleiben. Und da kannst du ja nicht einfach hingehen und sagen, jo, ihr seid eine Mafia, wollt ihr Waffen kaufen? Weil das wäre ja aufs übelste Metabasis. Und auch wenn das Event-Character sind, so Meta ist ja trotzdem. Soll nicht gemacht werden. Ich denke mal, der Waffendealer jetzt, der noch aktiv ist oder war, hat Cody einfach genau dafür benutzt. Damit er rausfindet, wer wo aktiv ist und so. Weil er auch nicht viel Zeit hat, RP zu spielen. Die richtig guten sind ja unentdeckt. Ich glaube, du meinst da das Scherz, aber es gibt wirklich... Ich weiß nicht, ob es auf Unity so ist, aber wir haben ja damals beim Domov gesehen auf GTA Live, obwohl wir den in Anführungszeichen kompletten Server unter Kontrolle hatten, mit diesem Dreiergespann, was wir hatten, hat Domov trotzdem mit geschafft, diese Camorra da aufzubauen, ohne dass wir das gemerkt haben. Ne? Ich erinnere nur an diesen Bäckereitag, wo dann auf einmal 5 Autos oder 6, 7, 8 Autos da standen. Da standen zwar auf dem Nummernschild Omerta oder sowas oder Camorra, womit die sich quasi verraten haben. Aber da war ich schon beeindruckt von. So, da bin ich überhaupt gar nicht gecheckt. Das Geheimnisvolle, das hat dann danach, glaube ich, nie wieder funktioniert. Doch, das kann funktionieren. Ja, aber deshalb da gibt es doch halt auch ganz viele Gruppen, wo die Leute keinen Bock haben, dass einer Drohnen anhat und so. Damit die genauso durchziehen. Du musst halt mit Stream richtig aufpassen und du musst aber auch aufpassen, mit wem du da RPst und zu welchem Zeitpunkt und so. Das ist halt, keine Ahnung, ist halt ein bisschen schade, dass du das machen musst. Ja, hat sich halt geändert, ne? Ey, gut, aber das war gefühlt schon immer so, weil sobald du irgendwas geheim gemacht hast, so irgendeiner hat es dann im anderen im RP gesagt, obwohl das eigentlich aus dem Stream hat und dann. Ich finde das nicht schlimm, dass ein Bademeister Finn und so mit dem Dings mit Mo Brian im RP redet und die auch einfach Infos rausgeben, so. Weil erstens haben die Polizisten dann auch was zu tun, kriegen auch mal Infos gesteckt und er schafft alles RP. Na klar, gibt es immer eine Gruppierung, die dann am Arsch ist, weil die irgendwie verraten wird und so. Und für die hoffe ich einfach nur, dass die nur im RP mehr sind und nicht OC. Weil egal, was du machst im RP, ist immer Kausalität, so Aktion, Reaktion. Alles, egal, was du machst, alles erschafft RP und das ist gut. Und da sollten... Kausalität. Und da sollten sich Streamer, ganz besonders Streamer, ne, die... Und ich weiß, was das für ein Struggle ist, fast jeden Tag online zu kommen und versuchen, Content zu liefern, so. Da sollte sich jeder Streamer, wenn der davon betroffen ist, auch drüber freuen. Weil wir hatten auch schon mal Zeiten, wo wir einfach monatelang nur im Kreis standen und wirklich nichts zu tun war. Bis wir die Schnauze voll hatten, Alter. Und Polizeicharakter gemacht haben. Das kann echt ekelhaft werden. Aber ganz ehrlich, auf Live gab es auch Meta, aber da wurde teilweise geiles RP raus. Wie war das nochmal mit der Feuerwehr? Das ist aber auch der einzige Meta-Fall, an den ich mich erinnern kann, mit dem Uwe Nickel da. Und halt dann mit der Einschleusung von der Steffi damals bei Schwarzwasser. Wegen OOC-Hass, nicht gegen Lynch, sondern gegen Stay. Sonst fällt mir nichts ein, was Meta betrifft. Aber auch selbst wenn, ne, also nicht, dass ich Meta unterstütze oder so, aber mit mir persönlich ist das mittlerweile scheißegal. Mir ist egal, ob wenn wir irgendwo hinfahren, ob die Leute dann vorbereitet darauf sind, ist mir alles scheißegal, Alter. Du musst halt einfach, einfach spontan einfach drauf machen. Reagieren, Digga, was passiert? Sollen die halt doch kommen egal. Oder so? Die Kraft da reinzustecken, sich über sowas aufzuregen, das lohnt sich nicht. Ja, das lohnt sich echt überhaupt nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, selbst wenn du da irgendwie planst, du voll was das Ding ist einfach, du kriegst das nicht weg. Du kannst eine Person bannen, die das macht, aber es gibt trotzdem noch welche, die unentdeckt bleiben, weil gutes Meta wirst du niemals erfahren. Wirst du nicht. Ja, weißt du, ey, gutes Meta ist ja nicht mehr schwierig. Da muss man ja auch differenzieren, was ist Meta überhaupt? Ja klar, wenn du eine Info benutzt, die du nicht wissen kannst und so. Aber es gibt auch Leute, die sich OOC absprechen.
Aber dann trotzdem vernünftig im RP ausspielen, ohne jemanden irgendwie zu ficken, weißt du? Da kommt immer auf die Person selber an. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt frage, ob du gleich ins RP gehst, so. Das wäre ja eigentlich schon Meta, weil ich dann weiß, okay, du bist out, dann logge ich auch rein und so. Aber ist das schlimm? Ja. Ist das schlimm für ein Server? Keine Ahnung, so. Denk mal nicht. Also, nee, weil gibt ja keinen. Aber wäre es jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie halt mitten in der Schießerei bist, dann raushabst, in Discord gehst und sagst, hey Jungs, ja, kommt mal alle. Das war dank, ja. Ja, es ist gerade gesagt, mit Kausalität. Ich will gar nicht wissen, wie lange das Textdokument mit allen Infos aus dem EP war. Ich glaube, wir haben da mal verglichen. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich... Ich habe mir ja damals wirklich alles aufgeschrieben, weil ich reingeschwitzt habe, ne? Nicht, weil ich der Krasseste sein wollte, so, nur ich hatte einfach nur Angst, dass mir irgendwann jemand sagt, ja, du machst Meta und so. Ich wollte einfach genau wissen, wann ich welche Info bekommen habe und so. Und auch von wem. Weil ich das dann noch voll in den Film war. Das auch gemacht. Ja. Das war anstrengend. Ich glaube, ich habe so nach... Was? Monat oder so aufgehört. Was genau meinst du, S-Berle? Gruppensnitchen finde ich okay, aber einzelne Spieler muss man kontrolliert machen, ohne ihr komplettes RP zu zerstören. Deshalb ist das ja auch so verlaufen mit diesem, ich weiß jetzt seinen Namen nicht, King Flipper? King Nip Flipper oder so? Wie hieß denn der? Der mit dem Haus, wo die Nachtschicht hingegangen ist, wo die gesagt haben, ja, wir hatten einen Auftraggeber und so. Deshalb ist das ja auch genauso verlaufen, wie es verlaufen ist. Dass wir den quasi in Ruhe lassen, weil das ist ein Einzel... Ich habe halt mit den Jungs halt auch im RP drüber geredet. Das ist eine einzelne Person, was soll der machen, wenn da welche kommen, wo eine ganze Gruppierung hintersteht und so. Man geht eh nie eigentlich auf Zivilisten. Auch wenn gesagt wird, dass wir ja nur auf Wehrlose gehen. Warum auch immer. Weil er auch nichts anderes tut. Ja, ich weiß nicht. Wenn ich mal Clips sehe, wenn die Nachtschicht unterwegs ist, so, dann ist das überhaupt gar nichts, was die machen. Also wenn ich sage dir ganz ehrlich, ich bekomme richtig wenig mit. Und das, was ich mitbekomme, was dann, worüber dann manchmal auch irgendwie andere Leute rumheulen oder so, das finde ich gar nicht so schlimm. Ich würde das eher, also ich würde da als Gegenspieler sozusagen, würde ich mir da voll den Arsch ablachen. Was war das denn? Meta, um gutes RP zu machen, ist doch für jeden gut. Ja, aber ist trotzdem scheiße. Weil es gibt Personen A, ne, das ist, was weiß ich, Alter, der Willi Knebel heißt der. Der macht dann Meta und der schafft gutes RP. Wenn man das jetzt erlauben würde, sag ich mal. Aber dann gibt es immer noch Person B, die macht Meta, um zu gewinnen und fickt dich dann komplett weg. Und alles, was du im Geheimen machst, verpetzt er direkt und so und fickt alles damit. Wir haben ja schon mal mitbekommen, ne? Ich weiß nicht, wer von euch dabei war alles. Wenn du einen riesen RP-Strang hast und der wird am Ende durch einen Cyborg oder so, wie hieß der nochmal, Agent Chrome, einfach gefickt, so dann hast du gar keine Motivation mehr. Stell dir mal vor, wir haben jetzt so riesen RP-Strang mit allen Gangs, mit allen Mafien. Wir bauen was auf, so mit allen, Alter, mit den Cops, Fischer, alle egal. Walle, Kiez, Logan, alle, ganz egal, ja, die sind so. Und dann kommt irgendeine Person oder irgendeine Gruppe, die zerficken unser RP einfach. Wie viele Leute dann demotiviert sind und wie viele Leute dann einfach keinen Bock mehr so haben. Und natürlich die Mistgabel noch auspacken, ne? Das ist ja auch so ein Trend geworden im RP. Ja, BOM halt aus, mir egal. Alle halt. Damals war das eine einzige Person, die den RP-Strang vom ganzen Server zerfickt hat. Eine Person. Einfach nur, weil er selber nicht mehr einfach verteilen nur, konnte. Ja, einfach nur, weil er nicht verlieren konnte. Und das ist ja nicht so, dass man jeden Tag online geht und alles kommt dir zugeflogen. Das ist echt viel Arbeit. Das klingt dumm, weil sich viele so vorstellen, ja, du streamst, du gehst einfach online und dann ist alles tutti frutti. Aber RP zu generieren und Stories aufzubauen, das ist echt viel Arbeit, Mann. Das hat auch immer ein bisschen was mit Glück zu tun. Weil du nie weißt, wie dein Gegenüber auf das RP reagiert und so. Wenn sowas dann zerstört wird, ja, eine Person. Damals wurde eine Person, die war beim FIB, die wurde hingerichtet von einem anderen FIBler, weil er irgendwie so ein Verräter oder so ein Scheiß war, keine Ahnung. Der Hinrichtungsantrag ging auch durch, war alles fein.
Aber der Support hat vergessen, den Charakter zu löschen. Und der Typ hat einfach nächsten Tag wieder eingeloggt. Und stand dann da. Obwohl er gestorben ist. Er hat einfach wieder eingeloggt, Junge. Ja, Agent Chrome. Er stand einfach da. Wie willst du sowas im RP ausspielen, Alter? Das weiß ich nur, wie Stay da... Boah, Junge. Diese berüchtigten 2 Uhr nachts Streams immer mit brennendem Feuer als Wallpaper und so. Ja. Alter. Das war das. Schon alles erlebt, Junge. Zeiten. Alles gesehen schon. Einfach normal hinrichten, ey. Das kannst du vergessen. Vor allem, weil wir noch so viel danach mitbekommen, als Stay schon weg war, so Lensch. Das wäre noch insane geworden, noch krasser als es schon war. Ich bin so richtig kleben geblieben da drauf, ne? Ohne Witz, Alter. Vergangenheit ist voll mein Gefängnis. War aber auch eine krasse Zeit. Junge, wir haben dann noch mitgekriegt, dass die Amalie eigentlich beim FIB ist, Alter. Dass mit der Blutshochzeit die war, die uns gesnitcht hat, dass die Bullen da auftauchen. Dass die ganze Zeit Schwarzwasser verraten hat, aber sich am Ende dann doch verliebt hat in Lensch. Und dann keine Infos mehr rausgegeben hat. Ja, aber das ist so eine geile Story, Junge, Alter. Da kam doch dieser Bischof noch, dieser Staatsanwalt, der da rausgefunden hat mit der Amalie-Junge. Der hat den RP-Flyer verteilt, um die zu verraten und so. Wir haben da auch vom Wind bekommen, aber wir haben das einfach nicht mehr ausgespielt. Wir haben lieber Wer wird Hund-Millionär gezockt mit dem Sticky und so dann. Wir haben das nicht mehr gemacht. Kein Bock mehr. Fokus war eh auf Alternate gelegt zu dem Zeitpunkt. Ich habe damals auf GTA Live gar nicht mehr angefangen zu zocken, weil ich irgendwie von der Story, die da ablief, weil ich gar nicht davon weggekommen bin. Wurde auch schon zweimal dick weggemetert auf Unity und die Leute bekommen 2 oder 1 Woche Bann. Ja, dann hör auf, im Chat rumzuheulen, Finno. Und gehen sie in eine Suppenküche und fragen sie mal nach, das was da macht, los ist. Das macht man so nicht. Außerdem ist das nie Meta-Bestätigung, ne? Das ist immer nur der Verdacht. Ich glaube, bei Meta-Bestätigung wirst du weggebannt. Genau wie die Steffi, Alter. Mit der Meta-Falle. Suppenküche-Support, ja. Wir nennen das Suppenküche. Das ist so ein ganz altes Fragment aus alten Zeiten. Auf einer der ersten RP-Servern hat man das so genannt. Um das im RP zu beschreiben, keine Ahnung warum. Genau wie Rösti-Pommes, Alter. Wie Rösti-Pommes? Was? Da gab's noch irgendwas? Halt hat man auf live auch nicht noch. Stream wird nicht passieren, aber wenn einer AL wieder aufmachen würde, wäre er direkt am Stissel. Aber Alternate wäre auch nicht mehr das, was das mal war, glaube ich nicht. Nee, das hat auch beim zweiten Mal schon nicht funktioniert. Also meine Meinung, ich habe da ein bisschen zugeguckt, als 2.0 an Chart gegangen ist und keine Ahnung, das war auch was ganz anderes. Das war, AL ist irgendwann einfach viel zu viel in Roleplay geraten, fand ich. Also viel zu sehr. Du konntest gar nichts machen, wenn du dich irgendwie ein bisschen verknickt hast, irgendwo mal nicht ganz 100%ig bei einer Regel warst und es jemand mitbekommen hat, mit dem du vielleicht immer Problem hast, dann ging das alles über den Support nur noch. Also so war mein Empfinden. Ups. Wenn Roleplay zu Roleplay wird, ist eh vorbei. Ist auch so. Man muss sich einfach mal die Geschichte vom Yuri nur angucken, von Kokoben, ne? Der Typ ist auf Dirty damals gewesen. Haben wir da schon mal drüber geredet? Weiß ich gar nicht. Der Typ ist auf Dirty damals gewesen. Ich glaube, RP-Anfänger sogar. Stay von GTMP gebannt worden. Stay lernt ihn da kennen. Er kommt auf Alternate so. Auf Alternate spielt er die ganze Zeit. Und auf jedem anderen Server, wo er war, wurde er einfach weggefickt. Immer von ganz oben. Man hat ihn nie sein RP spielen lassen, Alter, außer auf Alternate. Ja. Da haben wir noch im Support gesagt, ja, der rennt zu den Ballers rein, der rennt zum Holic. Und der wird umgeschossen. Und nächsten Tag kommt der wieder, ja, klar, aber na und? Lass den doch einfach ausrasten, Alter. Er ist ein verrückter Russe, Junge, lass ihn doch einfach ausrasten, lass ihn doch einfach sein RP machen. Überall wurde er einfach weggeknebelt, Alter. Und dann auf Alternate. Es hatte gar keiner Bock auf den. Ja, nur weil der ein bisschen temperamenter war, der mal vielleicht im Support ein bisschen lauter wurde oder so. Aber Menschen sind halt manchmal so. Genau wie Hase. Zum Hase kannst du 500.000 Mal sagen, raste nicht so aus, wenn wir irgendwie im RP schießen oder so. Aber der ist halt so. Genau wie der eine Typ vom BOM, was ich letztes Mal gesehen habe. Die haben eine Schießerei gegen 187, ne? Und eigentlich kennt das jeder so. Außer wenn du das vielleicht monatelang machst oder wenn du vielleicht nicht so der Typ dafür bist. Aber du hast eine Schießerei und dann bist du halt einfach nervös.
Ist einfach so. Es gibt viele Leute. Man, selbst wenn ich mir Dexus angucke und der da am Aim ist, Alter, wie der da, wie der sein Aim verzieht. Und wie der am Shaken ist und so. Weil der einfach nervös ist. Und da ist ein Typ von BOM und der ist halt einfach nervös und du hörst auch, wie der redet und der ein bisschen schwieriger atmet. Und dann sagt er, ich bin Red. Ne? Also er ist low geschossen auf Red. Ohne das vielleicht zu checken in dem Moment. Weil das einfach eine Stresssituation ist, Junge. Ja. Gibt halt direkt Ärger. Da geht man halt direkt in den Support und verschwendet Server-Ressourcen für sowas. Ich verstehe. Aber das geht ja nicht. Das, man kann sich da nicht versprechen. Sowas macht man aber einfach nicht, Mensch. Das muss man nachvollziehen können, Alter. Das muss man einfach nachvollziehen können. Jeder, wenn der da rumschreien würde, ich bin Red, ich bin Red, ich bin Red, ich muss weg, ich muss Verbandskasten nehmen. Ja, okay, das war dann anderes. Aber Fehler passieren doch einfach. Ja, du hast dafür 3 Tage Bann bekommen. Ich hätte dafür, keinen Bann ausgesprochen. Absolut nicht. Weil das ist einfach so. Guck mal, Nick, als wir da mit der, als wir die Hadis befreit haben gegen Dexus und so. Da war Nick nervös im Auto und hat gesagt, wir haben Dexus umgeschossen oder so. Aus Versehen. So was passiert halt einfach. Aber das kann mal passieren. So, wenn man halt den falschen Namen nutzt. Ja, leider muss man Glück haben beim Support. Aber das ist gar nicht so, Finn. Du kannst immer, wenn du mit einem Ergebnis in der Suppenküche nicht zufrieden bist, kannst du immer zu einem C oder so gehen. Ich glaube, aber das haben wir gestern auch drüber geredet. Ich glaube, viele nutzen die Chance einfach nicht, weil die entweder denken, ja, ich habe eh keine Chance, ne, dagegen anzugehen, oder weil die einfach keine 5-6 Stunden im Support hängen wollen, bis die gezogen werden. Ja, also warum die Kraft rein investieren? Ja. Okay, wenn es jetzt 2 Wochen sind oder so, okay, dann vielleicht. Für Leon Bademeister hat einen 24-Stunden-Bann bekommen. Das ist jetzt kein Blame gegen Unity oder so, weil der 6 Autos ausgepackt hatte. Weshalb auch immer. Du kannst halt, es gibt ja auch kein System, wo du das wirklich checken kannst, ne, welche Autos gerade ausgepackt sind und so. Da kann man mal die Übersicht verlieren. Aber man weiß halt auch von anderen, die auch in den Support gerufen wurden, deshalb die auch 6-7 Autos ausgepackt haben und die haben halt gar nichts bekommen. Das ist halt frustrierend. Und man muss das, wenn man im Serverteam ist oder sogar Projektleitung ist, man muss das immer aus der Sicht des Spielers sehen. Immer. Es gibt halt ganz oft unangenehme Situationen. Es kann nur einfach sein, dass es einen Supporter gibt, der dich nicht leiden kann. Ist ja auch irgendwo menschlich. Du musst dich ja nicht mit jedem verstehen können. Der dann vielleicht denkt, okay, den bestrafe ich jetzt einfach dafür, weil ich mag den nicht. Ist ganz schwer neutral zu sein. Da fand ich immer Dings gut von Alternate. Auch wenn ich mit dem guten Tama auch meine Differenzen hatte oder hab. Und mir auch ein paar Sachen von ihm nicht so gefallen haben, was er gemacht und bestimmt auch andersherum. Aber Tama war jemand im Support, der immer fair war, Alter, immer. Egal, ob der dich leihen konnte oder nicht, so, der hat immer an den Server gedacht. Der war immer fair. Naja, ich würde nicht sagen, dass der Support tot ist. Man darf ja auch nicht vergessen, Supporter machen das freiwillig und die schlagen sich schon. Ich würde sogar behaupten, jeden Tag mit irgendwelchen Idioten rum, ne? Und es gibt Idioten. Nicht solche, nicht so ein Idiot wie ich, der nur Scheiße labert, sondern wirklich Leute, die gewisse Regeln oder so nicht akzeptieren wollen. Oder die nicht verstehen und dann rumdiskutieren und oder ihr Recht beharren und so. Beziehungsdramen im Support klären. Ja. Und jetzt imagine einfach, du bist auf einem Server und du machst das freiwillig supporten, weil du den Server unterstützen möchtest. Und dann redest du mit, was weiß ich, keine Ahnung, irgendein Name. Und der will dir dann erzählen, dass das nicht so ist und bla bla bla, obwohl du das quasi gelernt hast. Damit du deine Rolle vernünftig ausspielen kannst, deine Supporterrolle. Schon nervend auf Räumen. Das fickt schon Kopf. Tschüss, Dämmer. Tama war auch grundsätzlich ein guter RPler und hat auch viele Situationen verstanden, das stimmt. Es hat immer neutral sein.
Aber das fällt manchmal auch dem Besten schwer, ne? Ich hab, glaube ich, auch mal irgendwann mal irgendwo reingeschissen, was das betrifft. Jeder, stay, alle, egal wer. Jeder hat irgendwo mal reingekriegt. Das ist ja auch nur menschlich. Ja, das ist so menschlich. Da kannst du keinen für blamen. Nein, ich bin nicht gebannt. Ich wollte nur NASA-PC testen. Ich warte, bis meine Familie nach Hause kommt. Dann gehe ich offline und dann essen und danach komme ich wieder. Dann gebe ich Pimmel Stream. Hast du schon eine Idee, was für Essen es gibt? Ich habe gehört, man wird auch mal bevorzugt im Support. Bruder, Vitamin B gibt es überall. Das kannst du auch nicht verhindern, geht nicht. Das ist ja genau gleich rum, wie wenn ein Supporter dich nicht mag. Wenn er dich mag, so, dann das ist ja alles so das Gleiche. Wenn er dich mag, dann wird er dich wahrscheinlich nicht so streng behandeln, wie wenn er dich nicht mag. Ich finde nicht, dass GTA ausgelutscht ist. Da steckt noch, wenn man einfach mal auf die Amis schaut, mit deren 5M-Servern oder was weiß ich, wo die da spielen, Alter, und dass man so vergleicht mit der deutschen Community, merkt man schon viel, oder merkt man schon sehr, dass noch sehr viel Potenzial auf den deutschen RP-Servern herrscht. Sehr, sehr viel. Sehr, das könnte schon sein. Und ich rede hier nicht von Server-Features, Alter. Sehr viel. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das 5M, das war nochmal echt gut, wo wir da auf Nifty gespielt haben. Das hat mir die paar Wochen richtig Spaß gemacht. Aber irgendwie auf Unity, ich kann mich da nicht mehr reinfuchsen auf Rage, ich weiß nicht warum. Mir fehlt es einfach, das NPC-Ding. Weil du den Vergleich ja. Guck mal, wir haben auf Nifty gespielt, da waren 30 Leute online. Und wir haben trotzdem... Das war halt... Aber jeden einzelnen Charakter, den du getroffen hast, der hatte Bock auf RP und das hat Spaß gemacht. Das hat dich einen Scheiß interessiert, ob da jetzt 1000 Autos rumfahren oder so. Du hast aber RP gefunden, war richtig gut. Klar hat jeder seine negativen Seiten, ich doch auch, Mann. Ich labere doch auch nur Scheiße. Oder ich labere oft Scheiße. Oder ich provoziere auch gerne welche im RP und so. Mittlerweile sogar viel mehr als damals, so weil ich das nicht mehr so ernst nehme. Weil ich gemerkt habe, dass wenn du das ernst nimmst, dass ich das einfach ficken kann. Nicht ficken im Dings im Sinne von, yo, du verlierst Zuschauer oder so, sondern ist einfach nicht gut für deinen Kopf. Wenn du dich über Sachen aufregst, die nicht existieren, Alter. Warum die Zeit da rein investieren? Kannst du viel besser nutzen. Egal. Mir ist egal, ob irgendjemand kommt und uns abknallt und wie man sagt, yo, ihr seid jetzt die Lutscher, ihr macht jetzt hier für uns Drogendings und ist mir alles egal. Mach ich gerne. Weil es der P ist. Und ich rede jetzt nur von mir, ne? Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Also die anderen, mit denen ich zusammenspiele. Aber für mich ist das egal. Ich habe mich am Anfang, als ich auf Unity war, auch beim T-Bone hingesetzt und er erzählt da irgendwas von dicken Drogengeschäften und so. Ich habe die ganze Zeit nur Scheiße gelabert. Cool. Chillig. Mir gefällt das Unity-Pair sehr gut. Bisschen lockerer, meistens witzig. Ab und zu lassen sich einfach Situationen laufen, die wären so woanders nicht möglich gewesen. Ist doch so. Ist doch wirklich so. Also das stimmt, das wirklich, hat ja vorhin jemand gesagt, wenn Roleplay wird, ist kack. Und auf meisten Servern ist das leider so. Und auf meisten Servern ist auch Vitamin B sehr, sehr krass. Und auf meisten Servern ist das einfach so, dass wenn du dich mit gewissen Leuten im RP anlegst, mit Projektleitungen oder Supportern oder so, dann bist du gefickt. Du hast nie die Freiheit, dein RP wirklich auszuspielen. Und dann ist das gut an Unity. Ich sag jetzt nicht, dass irgendein anderer Server scheiße ist oder so, aber da ist Unity halt das Paradebeispiel dafür. Man guckt euch den Master Tai Stream an, Junge. Alter, der fliegt mit einer Möwe rum und scheißt auf Autos. So, der Typ ist alles andere als verkrampft und auf Gewinnen aus dem RP. Und das merkt man auch bei allen anderen RP-Lern, die hier spielen und von anderen Servern kommen, besonders bei Gruppen. Sind viel gechillter so und die haben auch viel, viel mehr Bock, weil sie wissen, wir können einfach unser RP so ausleben, wie wir möchten. Und da sagt keiner was, wenn du mal kurz einen Kicker im Kopf hast, Alter. Ach, Maximus, du weißt, was das Ding ist? Ich rede jetzt einfach dafür. Ich weiß nicht, ob es 100% so ist. Aber wenn du 2 Jahre lang, jetzt bei Stay zum Beispiel, so war das bei mir auch, wenn du 2 Jahre lang durchgehend RP zockst, Alter, und du hast immer Stress wegen irgendwelchen Servern und auch wegen deinem eigenen Server und so, du gehst kaputt. Dann kannst du den stärksten Charakter haben.
Nicht Ingame, sondern OC halt, ne? Da kannst du der stärkste Mensch sein, du gehst kaputt da dran. Und dann bist du gestresst. Guckt euch das doch mal an, wie oft ich mit Stay angeeckt bin. So, als ich Alternate verlassen habe, wurde gesagt, ja, hatte eh keinen Mehrwert und so. Wurde aber gesagt, nicht weil das stimmt, sondern weil man sauer war. Und deshalb tat mir zum Beispiel, diese ein Jahr Pause, wo ich mich auch gar nicht um RP und sowas gekümmert habe, allgemein nicht um Twitch-Sachen, boah, das tat so gut, ne? Ehrlich. Das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn du da zu lang zockst, irgendein gewisses Spiel, mach mal eine Pause davon. Mach auch mal eine Pause vom Stream. Allgemein mal eine Pause, ja, macht sich mal, selbst wieder. Nimm dir mal die Zeit und stream mal ein, zwei Wochen nicht. Da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Mach das mal nicht. Hol dir mal diesen Last von den Schultern, mach das mal echt nicht. Guck gar keine anderen, guck keine Streams. Halt dich von Twitter doch, wenn weg. Die einer, bei mir war das ja ganz schlimm, dass, obwohl ich gar nicht mehr unterwegs war und so, die Leute mir trotzdem irgendwelche Clips geschickt haben und so. Ne? Alter, bis ich da mal alle gesagt habe, so, ja, interessiert mich aber nicht. So, brauchst du mir nicht schicken. Aber das tut echt gut. Das beste Beispiel, oder wo man das am besten sehen kann, ist doch einfach, betrachtet einfach mal einen Tyrese, einen Bomfer oder einen Demba oder so. Die Leute zocken ein, zweimal die Woche, dann sind die eine Woche weg. Dann kommen die wieder, aber die kommen wieder mit so einem Elan. Und das sind meistens die Tage, die am besten sind. Das sind die Tage, wo es am meisten Spaß macht. Du siehst richtig diesen Kontrast zwischen den Leuten, die jeden Tag da sind, und die Leute, die dann ein, zweimal die Woche kommen. Aber mit was für einer Energie? Ist mein Chat kaputt? Hallo? Nee. Also, da wird noch geschrieben, ja? Ja, aber ich sehe nichts mehr. Chat ist kaputt bei mir, warte. Ups. Ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt geschrieben habt. Ja, ist kaputt gewesen. Soll ich dir vorlesen, was geschrieben wurde? Ich will hier auch nichts an Klein Maximoto, ist alles egal. Jeder macht das, worauf er Bock hat. Terry ist ein dummer Beste, ja. Da liegt aber einfach daran, weil die müssen auch nicht mit diesen Konsequenzen im Dings rechnen, im MP. Ein Tyrese kommt, überfällt den Laden, ist voll besoffen, so hüpft den Scheißdreck, ob der gleich 4 Stunden im Knast muss. Der ist ja sowieso eine Woche nicht da. Ich könnte das zum Beispiel nicht machen. Weil für mich bedeutet das, yo, ich hänge dann 4 Stunden im Knast. Aber ich bin einer von vielen Schlüsselpersonen auf dem Server von meiner Gruppe halt. Ich bin jemand, der quasi dafür sorgt, dass Sachen rankommen oder mit dafür sorgt. Deshalb kann ich das auch verstehen, wenn zum Beispiel einen Walle oder so, jetzt von den aktiven Leuten auf Unity, oder auch Jan oder so, richtig hinterher sind, dieses Justizsystem zu ändern. Weil wenn du Crime spielst, bist du im Knast. Aber wenn du im Knast hängst und alleine da bist, Junge, und mit niemandem reden kannst und so, und du repräsentierst den Server noch durch deinen Stream und hast dann, auch wenn das dumm klingt, kein Content, Alter, dann würde ich auch ausrasten. Vielleicht auf andere Art und Weise, halt, weil ich dann versuche zu helfen und versuche die Systeme, obwohl ich weiß gar nicht, ich glaube, aber die helfen auch. Aber da hat Unity, da muss ich ehrlich sagen, aber da darf ich jetzt nicht spoilern, da hat Unity hat schon ein paar Sachen dahingehend geändert, und da kommt auch noch eine Sache, die ich ziemlich cool finde, die ich so auf einem anderen Server noch nicht gesehen habe, was Knast-RP und so angeht. Kann echt lustig werden noch. Aber ist halt frustrierend, Knast, boah, allgemein Justiz-RP, ne? Akten-RP, Alter, ich könnte kotzen, wenn ich daran denke. Richtig zum Kotzen. Wir sind Singleplayer. Ich hab Hunger, wo bleibt meine Schwester? Magst du heute keine Pfannkuchen aus dem Toaster? Mir ist aufgefallen, dass es auf Unity sehr viele Frauen im RP gibt, die größere RP-Stränge haben. Der Frauenanteil ist überall sehr hoch, ob Gang oder Polizei. Ja, dann ist doch ein gutes Zeichen, dann fühlen die Frauen sich hier wohl. Teddy, yeah. Ach, ja. Hallo. Ich guck meine WhatsApp-Pommes. Dass es eigene Masche-Sterne bekommt? Was? Hä? Ach, du meinst mit dem... War mein... Ja, ich bin schon am Stream, weil ich den PC testen wollte, ne?
Ja, aber ich mach gleich aus, essen und danach gehe ich wieder online. Okay. Okay. 5 Tage Knast auf der L war immer super, Kuba. Das war immer top. Was sagst du? Kuba hat geschrieben, 5 Tage AL, Knast war immer super. So, einfach 5 Tage am Stück da drin. Ja, aber das wurde ja später dann auch geändert, ne? Geändert. Da musste man ja auch lernen. Ich erinnere mich noch an den Dowser, der 2 Wochen in U-Haft saß, Alter. Junge, Alter. Und der hat das eiskalt durchgezogen, ne? Ich war auch mal in U-Haft und ich habe das sogar durchgezogen. Ich war, glaube ich, irgendwie 20 Stunden online. Ich weiß auch nicht warum, aber da war Jamar noch schief und Carlos und Jamar und Hollig, die haben mich da 20 Stunden in dieser verfickten Zelle einfach vergammeln lassen, ja. Die Assis. Man muss halt, naja, du bist Crime, du baust Scheiße, du machst Überfall, du knallst einen ab, du machst Geiseln ab, du machst dies, das. Da muss man damit rechnen, dass man im Knast kommt. Aber trotzdem braucht man im Gefängnis trotzdem wenigstens eine kleine Belohnung, finde ich. Wir hatten ja damals auf VL diese Gang-Tattoos, die man sich nur da holen konnte. Damit man so repräsentieren kann auf der Straße wegen der Kredibilität. Ja, ich war im Knast, Bruder. Da konnte man sich ja holen, wenn man 3 Tage dann im Kreis gelaufen ist oder 3 Stunden für Geld im Knast. Oder wenn man mich angerufen hat. Solange man nicht online absetzen muss, boah, das wäre das Schlimmste, Alter, online absetzen. Boah, stell dir mal vor, du musst 12 oder 14 Stunden online absitzen. Und das stimmt, Esbelle. Es muss eine Bestrafung geben und die Bestrafung muss auch irgendwo wehtun, dass man sich wenigstens ein bisschen aufregt. Weil wenn du keine Bestrafung hast und State Prison einfach so ein Kindergarten ist, wo du drüber lachst, weil du weißt, in einer Stunde bin ich eh wieder draußen, haben die Leute viel mehr so Open Mind für Scheiße bauen und so ein Kack. Weil die wissen, mir kann eh nichts passieren. Oder mir passiert was, aber dann gehe ich jetzt Stunde AFK-Pommes und guck mir hier Herr der Kuckringe an, Alter, auf Netflix. Und dann bin ich wieder draußen und kann weitermachen mit dem Scheiß. Also muss schon irgendwo eine Bestrafung sein. Aber nicht in Form von, yo, die Leute lassen mich einfach allein und ich habe keine P. Und sitze in meiner Zelle, Alter. Und kann mit niemandem quatschen. Das ist keine Bestrafung. Das ist Softman. Das ist alles eine Frage der Konzepte. Geld in den Knast zu bekommen war ja auch nicht das Schwierigste. Nö, war nicht das Schwierigste. Wenn du Kontakt hast, schaffst du alles. Das ist doch im echten Leben genauso, wenn du einen Kontakt im Knast hast, Junge. Es gibt teilweise im Gefängnis bessere Drogen als auf der Straße, Junge. Hab ich gehört. Das war echt ein bisschen schade damals noch. Das mit dem Undercover-Cop und dem Schlüssel für den Knast, das war schon lustig. Nee, danke übrigens für 5 Gifted Subs. Und Tobi, danke. Oh, ich hab das. Aber danke für den Follow, mein Freund. Virak, danke für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Sai Mixi, danke schön für den Follow. Ich finde es so schade, dass die Strafe für Schnellfeuerwaffen so hoch sind, dass niemand sie einsetzen will. Ich glaube, ich kann mich täuschen, aber ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die Strafen zu hoch sind, sondern dass, wenn du so eine Waffe verlierst, das erstens wehtut, weil teuer Geld, aber für eine Gruppe eigentlich Peanuts. Und zweitens, du kannst nicht einfach so eine Waffe kaufen, weil der Waffenhändler halt gefühlt nicht da ist. Oder alle 15 Monate mal. Kein Hate jetzt. Ich glaube, das liegt auch viel daran. Würde ich wissen, okay, ich benutze jetzt eine Uzi oder so und wenn ich die verliere, egal. Ich hole mir nächste Woche, weil ich weiß, der Typ ist jede Woche einmal da, hole ich mir einfach eine neue, so, dann wäre das vertretbar. Und dann wird dieses System auch mal greifen, dass man Geld von den Gangs vom Server runternimmt, indem die nämlich neue Waffen kaufen. Außerdem wäre das auch mal geil, wenn die benutzt werden, auch für die Cops, Mann. Stell dir mal vor, du spielst einen Cop-Character und du hältst jemanden an und der hat einfach mal eine Uzi dabei, Alter. Ich würde mich feiern des Todes. Aber ich finde es schon krass, wie hart die Bullen durchgreifen und direkt losballern. Ja, aber da nimmt sich nicht viel. Klar, gibt Leute, die Crime zocken, die sind mehr Fokus auf RP und ballern nicht so schnell rum. Für die ist das frustrierend, wenn die Bullen kommen und direkt losballern. Aber man darf nie vergessen, es gibt auch richtige Vollidioten-Crimler, wie Junkie Park. Die vielleicht versuchen... Das ist jetzt voll der Diss gegen Bademeister und so und Finn, Alter. Aber die versuchen, RP zu machen, aber wenn die merken, dass das nicht funktioniert, dann zu der Waffe greifen, ne? Und darauf sind die Cops halt vorbereitet und dann trifft das halt leider auch die Leute, die viel, viel mehr den Fokus darauf legen. Und dann hat wieder jemand Geburtstag und die Stadt brennt, man kennt es. Gibt halt ganz viele unterschiedliche Menschen, gibt's, ne?
auch mit unterschiedlicher Erfahrung. Die etwas Jüngeren, die damals vielleicht zugeguckt haben vor 2 Jahren, die sind jetzt 18 geworden. Die dürfen jetzt offiziell GTA spielen. Die gehen natürlich in die Szene rein, haben den Lieblingsstreamer die ganze Zeit beobachtet und wollen natürlich auch dahin und wollen sich beweisen. Und die sind dann ein bisschen krasser unterwegs. Da habe ich mich mit Holik auch schon drüber unterhalten. Wir haben uns totgelacht. Wir sind ja schon so richtige OGs der Szene, Alter. Ich kann ja gar nichts mehr. Also Brettern bei mir? Ich bin schon Opa, Alter. Oh, mir fehlen die Zähne. Da kommt da so ein 18-, 19-jähriger Kubiler um die Ecke, Junge. Der hat sich einen Dexus Energy reingeballert, dass der mehr Aim hat. Mit seinem Monster-Ding da auf dem Schreibtisch, Junge. Und dann fickt er dich einfach weg. Und fünf andere der hat deiner, so eine Brille fünf auf. Fünf andere deiner Gang-Kompadren. Ist einfach so. Vergiss die FPS-Brille nicht. Junge, guck dir die doch mal an, Alter. Crazy und so ein scheiß Bademeister Finn und so. Was willst du dagegen machen, Alter? Also da bin ich auch raus. Kannst doch gar nichts gegen machen. Wir haben das Cyborg-Auge, Alter. Cyborg-Auge. Ich wollte mal Hallo sagen. Tach, Memo. Wie ist es? Ja, aber da kannst du doch wirklich nichts gegen machen. Mit Cyborg-Auge meine ich jetzt nicht den Hack, aber die haben viel mehr den Überblick und so. Weil die einfach schneller sind. Oder bessere Moves drauf haben. Ja, CS-Profis halt. Ja. Halbe. Das ist vorbei mit dem. Ich komme aus einer Zeit, wo man das Model treffen musste, um jemanden abzuklären und so. Heute spammen die noch WASD und so ein Scheiß dabei, damit die moven, Alter. Da kommst du gar nicht hinterher, den würde ich nicht mal mit einer Panzerfaust treffen, den Typ. Was machst du da, Curtis? Ich warte darauf, dass ich was essen kann. Aber meine Familie ist noch nicht zu Hause. Also. Und dann gehen wir ein bisschen in eine RP-Permiss. Ah. Gucken, was abgeht, ein bisschen Kreis-RP und so. WASD ist aber nicht Müll, das kommt auf den Ping und so an, Bruder. Hast du schon mal die Hitboxen gesehen auf Rage? Boah, Bruder, ich hab grad den coolsten Bug gehabt, den es gibt, Alter. Ja. Also ich sag dir ganz ehrlich, auf Twitch. Nein, auf Rage? Jalla. Viel Spaß euch, ne? Tschüss, ja. Hallo Lucky. Hi, Mann. Ciao, Lucky ist auch so ein ganz alter Hut, ne? Hast du gerade gesagt? Du kannst bei den Brettereien da auch nicht mithalten, Junge. Ich bin doch voll der junge Hüpfer. Ja. Also ich glaube, wenn du mal so auf alt wie, wenn du auf dem Marsch gegen Bademeister und alle mal schießt, hast du gar keinen Bock mehr mit Headshot an. Nee, weißt du, was das Gute auf alt wie ist? Das ist Sync aus GTA Online. Du brauchst quasi auf alt wie, brauchst du gar nichts mehr können. Hier gibt es ja so Taktik mit WASD und so wegen der Hitboxen und alles, ne? Vor-Aim und so ein Scheiß, das ist auf alt wie gar nicht mehr so. Weil auf alt wie kriegst du 2-3 Kugeln ab und du bist down. Boah, geil, können wir das haben? Und da es kein Dings gibt, da es kein, wie heißt das, Alter? Ja, alt wie ist halt langweilig, geht alles richtig schnell. Mann, wie heißt das? Da du keinen Spray-Control oder so haben musst in GTA, achso, da gar ja, keine gut. Taktik mehr gibt, musst du einfach sprayen, Junge. Oh, fertig. Geil, das ist für mich. Du musst schon, na klar, du musst schon das Model treffen, das ist klar. Oh. Krieg ich da eine Minigun? Das Model musst du treffen, aber das ist doch das Einzige, was du machen musst. Ja, Rage 1-1. Wann? Soon. Rage 1-1 ist aber eine absolute Meme, Junge. Da wird doch gar nicht mehr weiter programmiert. Hab ich gehört, hinter den Kulissen. Das ist nur. Das hat man das wird nur gemacht, damit die Leute bei der Stange bleiben und nicht alle auf Alt-V wechseln. Weil die haben nämlich. Egal. Rage ist cool, Problem, bitte keine Blacklist. Dankeschön, Rage. Beste Mod, Alter. Ich schwör bei Gott. Boah, guck mal, dieser Sync auf Rage. Ich bin gerade auf Rage. Voll gut. Alter. Really nice, much good. Yeah. Das ist 1-1, ne? Ja, das ist, boah, perfekt, Junge. Das ist 1-1 please, Preview. Please keine Blacklist, Junge. Boah, guck mal, boah. 5-4 Schatten aus WSD ist wild. Ah, ich finde das gar nicht so schlimm, wenn die Leute das machen. Teilweise spielen die Menschen ja echt mit ganz schlimmen PCs. Der Hase hat mir mal seinen PC geschickt, weil da irgendwas war. Und ich habe einen größeren Kühler in meinem Handy als der auf seiner CPU. Da kann ich das schon verstehen, dass der ohne Schatten, ohne Gras und ohne Bäume und ohne Autos und ohne alles fährt und ohne alles spielt, Alter. Ja, ich wollte essen, aber ich warte darauf, dass gekocht wird. Ich bin aber auch froh, dass GTA bei mir überhaupt läuft. Was gibt's denn Leckeres?
Ich habe keine Ahnung. Hallo Da Vinci. Manche Server stellen doch schon auf 1.1 um. Wer denn? Zeig mir ein. Memo hat den besten PC, 300 FPS ist so. Ja, aber Rage 1.1 dauert noch, glaube ich. Very soon, ja. Ja, manche Leute haben keinen. Es gibt 5M-Server, da spielen Leute. Das sind so YBM-Server, das sind so von so Rapper. Oh yeah. Und da spielen alle so. Aber nicht, weil die knattern wollen, sondern einfach, weil die schlechte PCs haben. Die spielen das auf Taschenrechnern. Gucken wir nachher wieder Videos? Können wir machen. Ja! Wann kommst du eigentlich mal wieder ins RP so auf keine Meta-Basis? Ja, was? Meta? Wann treffen wir uns nachher im Park? Boah, 19 Uhr. 19 Uhr so? Ja. Ich bin der mit der Hose in der Hand. Ah, geil. Ich bin der ohne Hose. Was? Ich bin der mit dem Kuscheltier. Hallo? Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Sektor V. Okay. Aber läuft das denn noch gut? Läuft das Gucci? Feder, da hatten wir die auf 5M-Server spielen. Ich war... Wann waren wir Dings? Bande? Vorgestern? Vorgestern. Ich war sogar vorgestern mit Nate und Bomfer auf Bande auf dem Server. War das hier? Weil der Vater da spielt und so. Wir wollten mal besuchen gehen. Ist auch ein 5M-Server, sogar mit über 200, 300, 400 Leuten sogar. Mhm. Aber ohne NPCs, oder? Ohne NPCs, ja. Also ohne. Wenn du die anhast, kannst du nur 100 haben oder so, ne? Oder nee, geht mehr. Geht mehr? Mit wie viel jeder? Nee, wenn du anhast, war es nur 100. Ja, stimmt. Eieiei! Eieieiei! Ich hab keine Ahnung, wer da noch alles spielt. War auf jeden Fall sehr lustig. Ha, NASA-PC, was laberst du? Was laberst du, Bruder? Ach, Kea, ich weiß nicht, ob die da spielen, keine Ahnung, Bruder. Aber ist aber Kickers, gell? Ist lustig da gewesen. Der Vater hat uns direkt gesagt, dass es da nicht so Gangs gibt. Da gibt es nur arabische Großfamilien. Ich wurde vorher von einem da angeschrieben, gell? Und war sehr gut. Naja, Teddy, ich zock Genix. Ich zock nur GTA. Ich hab keine Zeit. Wer so lang schläft wie ich immer so, hat keine Zeit für andere Sachen. Hi. Tach, ich stream. Griffi, gucken wir uns nachher wieder Dings an? YBM-Server-Videos? Können wir machen, ja. Ich würde gerne einen Stream zeigen, aber die spielen immer Mucke ab auch. Spielen die Mucke ab? Ja. Soll ich ein Video raussuchen, wo keine Mucke abgespielt wird? Nein. Okay. Ich gehe jetzt nämlich essen. Bist du alt geworden, Benio? Wir sind alle alt. Außer Griffi. Alt und gebrechlich. Ja. Griffi ist forever Dings 14. Nee, forever 19. 3 Jahre hintereinander 19 gewesen. Wow. Waren es nicht 4 Jahre? Nee, ich glaube 3 Jahre waren es nur. Echt? Ja, 3 Jahre hintereinander war ich 19. So eine Duftkerze noch und dann gehe ich in eine Essenspommes. Ich zünd auch eine an. Also ich bin nicht wirklich 19, eigentlich bin ich 18. Also wie alt bist du jetzt? 14? 18 ist der. Nee, jetzt bin ich 18. Endlich. Ja. Das damals und 19 war nur ein Meme. Junge, du kamst mit 14 zu Growth und hast uns gestreamsnappt, Alter, halt's Maul. Naja, nicht euch. Ja, Moondai halt. Den Moondai gestreamsnappt. Soll ich dir mal ein Teamspeak-Gespräch mit dem klären? Willst du mit dem Daniel reden? Ich glaube, dann wäre ich ziemlich schüchtern. Das ist übrigens Red Fell-RP, was du gemacht hast mit Aufdach springen, ne? Warum das denn? Wird weitergeleitet? Das kann ich auch. Ich bin Tony Hawk. Du wirst gesperrt für den Story-Modus ab jetzt. V-Ak-Bitubo. Ich hab V-Ak-Bitubo im Auto.
So eine, das ist kein Witz, mehr, aber das ist wirklich voll was Schönes. Dieses Fahrradfahren oder rumfliegen ist voll beruhigend, Alter. Das ist kein Witz. Richtige Therapiestunde. Ja, Mann, Alter. Erstmal Ruhe vor den ganzen Spaßen hier. Musst du dir mal noch zwei Kerzen auf den Tisch stellen und dann noch so entspannte Musik dabei ja, hören. Wahlgeräusche, Junge. Lauf so, aber die Wahlgeräusche von Mila. So aufplatschen ins Wasser. Ich hasse das so sehr. Ja, Teddy. Was gibt's um 19 Uhr für Stream? Pommes. ASMR? Guck mal, der MP abgeht, bis den Kreis steht. Yeah. Ist eh nichts los, Weihnachtstage. Ist eh nichts los, 100%. Eins in den Chat, wer von Curtis Mann einen ASMR-Stream sehen will. Das muss man drücken für dieses Cheat-Menü Zirkumflex. Ich bin wieder da, hallo. Jetzt google erstmal, was Zirkumflex ist, Junge. Guck mal, wie viele Einsen. Gibt keinen ASMR-Stream, Junge. Machst du ASMR jetzt? Nein. Curtis, mach mal. Das zählt schon. Oh. Schnauze auf, da krieg ich Ärger, Alter. Hab ich gelesen bei Reddit, Junge, da wurde meiner für gebannt, Alter. Echt? Einer, ja, im Ruf, Alter. Quatsch doch einfach ein bisschen. Krieg gleich beim Essen. Ärger, aber für Arschloch zeigen nicht. Das war auch aus Versehen, ich dachte, ich werde eine andere Plattform. Aus Versehen. Hat die das gesagt? Die hat gesagt... Hallo, wir thematisieren das hier nicht. Okay, Entschuldigung. Dafür gibt es andere Streamer, die sich da viel besser mit auskennen. Schreib PN, du Bomber. Danke. Zirkumflex, Junge, neben der 1. Das Haus, das Dach. Das verratet doch nicht. Mach mal so, dass du fliegen kannst. Das Haus. Superman. Ich hab dir geschrieben, Hallo, ja? Hallo, Sira, du kleine Katze. Boah, ich hab so Hunger, ne? Was isst du denn? Hast du schon eine Idee? Nee, keine Ahnung. Ich pfeffer mir aber gleich alles rein. Hast du eigentlich Kebab auch in den Better Twitch TV genommen? Ja, hab ich reingemacht. Nachher gibt's wieder Waffen im Toaster, Junge. Pfannkuchen, wenn. Ach so, sorry. Doch dasselbe, oder nicht? Ja, ich hab doch Döner-Emote. Wie heißt denn das? Ich glaub, ja. Keikusch Kebab. Ja, das ist so gut. Hat der Cody gemacht. Hä, hey, wieso sehe ich das nicht? Weil du kein Better Twitch TV installiert hast. Oh, Trottel. Dein Browser. Na, hör mal, Giffy. Hey, das ist das jetzt schon eine Schleichwerbung? Nee. Okay. Das wird das neue Dönerpapier. Ja, das, Tens jetzt hab ist ich auch nicht mehr der Dönermann drauf, sondern der Affe. Der alte Tens-Emote, ach, Tens sag ich schon, Zip-Emote war auch gut, aber der hat nicht zu den anderen Affen gepasst, Mann. Deshalb hab dann ich hast, wann hast du den gemacht? Auf Homestead, oder? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Zu der ich Zeit weiß, muss aber, es der gewesen sein. Was ist denn das für einen Emote? Was soll das denn, den du auch jetzt Discord drin hast? Ach so, das ist der neue Pisser. Pipi. Pipi. Was hält er da? Der hält eine Bombfinale in der Hand. Die ausläuft mit Pipi. Also. Aber da die Leute unkreativ sind und mich andauernd fragen, hä, was soll das sein? Das verstehe ich nicht. Dass ich den nochmal neu machen. Dass er die Dose quasi so in der Hand hält und da rausgespritzt kommt. Geil. Holy, Dankeschön. Das sind echt süße Emotes, ne? Und da kommen noch viel mehr. Aber ich muss sagen, die Stream-Panels unterm Stream sind auch ganz cool gemacht. Ja, die sind ganz cool, aber ich muss die trotzdem ändern. Habibi. Und halt nicht so süß. Ha. Ich muss die ändern. Warum musst du die ändern? Für potenzielle Partnerschaften. Das ist ein Stich in mein Herz. Ja, egal. Stich in mein Herz, weil du mein Sterling klauen wolltest, Junge. Oha, ich wollte ihn nicht klauen. Ich habe Mafia, hab Mafia gespielt und wollte ein bisschen fahren, okay? Oh, das gibt 50 Punkte für das Schild, Junge. Geh ihn hier ab, Alter. Irgendwo Knutterei. Bestimmt, oh, ja, die ist oder Junkie Park. Da gibt es, glaube ich, gar nicht auf meinem PC, aber ein Helikopter mit diesen Scheinwerfern rumfliegt, ne? Hey, ist Junkie Park. Das war auf Nifty war das doch so. Das war voll geil, Mann. Da hatten die Scheinwerfer, ja. Ja, auf Nifty war das mega geil. Ich glaub schon.
Das sind doch die Helis rumgeflogen. Die sind zwar ab und zu einfach mal runtergekommen und wir hatten dann auf einmal ein Heli in der Hut stehen, aber... Da freut man sich. Der Hutjunge, du meinst für am MC oder? Dexus am Fliegen, Dexus kann nicht fliegen. Ich habe die Krise bekommen, als ich gesehen habe, wie der fliegt, Alter. Er hat bestanden. Ja, was hat sein Ausbilder gesagt? Mit Tastatur ist besser? Oh. Also ich kann mit Tastatur auch besser fliegen. Eh nicht, Junge. Doch. Ich fliege auch nur mit Tastatur. Ich fliege auch mit Tastatur. Aber das liegt bei mir auch daran, dass ich irgendwie mit 4800 DPI meine Maus eingestellt habe. Wenn ich da irgendwas fliegen würde, ich würde einfach mich nur noch im Kreis drehen. Hui. Wie fliegst du denn, Curtis, mit Maus? Controller. Er ist auch mit Controller. Achso, ja gut. Ist halt mit Controller fliegen ist natürlich noch besser. Du bist halt Dings. Aua. Fährst du mit Controller? Aua, nein. Aua. Man sieht immer, man merkt immer, dass der Lucky mit Controller fährt. Du kannst viel zu weit fliegen. Auf Nifty bist du mit Controller gefahren. Mhm, da bin ich mit Controller gefahren. Ja, Motorrad, ne? Ja, und wenn du da nicht auch mit Controller gefahren bist, dann war das unmöglich, hinter JFK zu fahren. Und ich bin immer vorgefahren. Ja, mit 30 km/h durch die Stadt. Oh yeah. Dann musste ich weggehen und hab gesagt, ey Jifke, ich fahr schon vor. Und er, nö, komm, wir fahren noch zusammen. Ich werd mit 30 km/h durch die Stadt, das war schön. Ja, du musst doch mal ein bisschen sabotieren. Like controller. Ein Helikopter qualmt. Ja, ich weiß. Der Helilopter. Ich muss doch mal kurz eben... Eine Turtle Pommes. Eine Turtle? Das ist eine Schildkröte, Güffi, falls du das nicht weißt. Das weiß ich, aber ich wusste nicht, was das macht. Aber jetzt habe ich gesehen. Schießt mal auf ein Auto. Warum? Wir sehen. Hab ich. Cool. Richtiger Profi-Pilot. Eieieiei, jetzt hab ich mich verschätzt. Aua. Komm, ich bin endlos lange nicht mehr geflogen, ja. Sei dir verziehen. Ich weiß noch damals auf HL, als ich mit Cody Burm geflogen bin, einfach durch den Tunnel durch den MP. Der hat's auch gekickt, ich bin einfach ne? durch Tunnel geflogen, im MP, scheißegal. Boah, der Sky und Roman sind sich in die Hose geschissen, immer wenn ich geflogen bin. Im MP ist auch einfacher zu fliegen, wenn es da keine Autos gibt. Nicht so wie hier. Das ist ja kein Verkehr. Dann wären wir einer von vorne gekommen, Junge. Ja, dann hast du ein bisschen gefickt. Aber fliegen macht so Bock, ne? In Arma 3 fliegen war lustig. Ja, da bin ich auch abgegangen, Junge. Das hat Spaß gemacht. Immer so ein Meter über Meeresspiegel und dann zur Bank hingeflogen. Aber da hast du auch erstmal ein bisschen gebraucht, um das zu lernen, so das Fliegen und wie du gut fliegst. Da war das nicht so wie in GTA. Ja gut, Arma, also Daisy, das fand ich auch. Und Arma fand ich immer Fliegen schwer. Also anfangs. Ich hätte auch noch mal Bock auf Arma 3, ne? Das, was ich jetzt vorhab, funktioniert nicht, Alter, weil ich Bullen am Arsch hab. Die Wichser rammen mich jetzt. Oben durch den Tunnel? Ja. Aber die Pisser rammen mich. Von der Seite ist auch schwieriger. Ah, fick. Scheiß Drecksautos. Naja, hat ja doch funktioniert. Ja, Autos halt. Wenn keine Autos, dann easy peasy. Aus das kommt dir so einem Farmenrüstler entgegen, Junge. Mit seinem LKW, dann hast du verkackt.
Ruhe. Gib mir auf meine Pistole einen Helikopter. Ich hab Hunger. Nö. Ja, Cody Byrne mit der Waffenhändler. Howdy, Partner. Nee, ich habe ja mit dem normal geredet. Außer Howdy, habe ich gesagt. Und ihr wohl. Yeeha! Yeeha! Hier, neuer RP-Server, was soll die? Cringetopia Live heißt der. Hier gibt's auch Kinderwagen-RP. Und Fußbilder. Gib WL, ja, muss dich bewerben. Mit Lichtbildausweis. Und 500 Zeilen. Über dich und deine Person. Foto von Fuß kann Wahrscheinlichkeit zur Whitest verbessern. Gibt kein Foto von der Füße, Junge. Gott, gib es nicht. Oder 10 Euro Passive Card Code unten mit dran schreiben. Fußpicks farmen. Ja, Dexus, mach das mal nach. Junge, mich kann keiner verarschen, wenn die wegfahren würden. Ich fahre in den Tunnel rein, ist mir scheißegal. Also schwer ist das doch eigentlich gar nicht. Ist nicht schwer, ist ein bisschen Kontrolle. Eine halbe Stunde fliegst, dann hast du das drinne. Das habe ich gemacht, das habe ich auf Alternate gemacht, was ich jetzt gerade getan habe. Da ist keiner gekommen, als wir Dings waren, Alter, Independence oder Freeway oder wie die Helikopterdinger hießen. Bist mit dem Helikopter jemand hinterher geflogen durch den Tunnel? Ja, es da kein Ärger gab. Ja, warum soll dann Ärger geben, wenn du ein guter Pilot bist? Lebt sich gut heute, ja? Ja doch, in der Verfolgungsjagd habe ich das gemacht. Oder PL, dann gibt es auch keinen Ärger. Wie viel hast du schon ausgenutzt, 18 zu sein? Wie meinst du? Komm, wir versuchen mal den langen Tunnel. Hast du schon so Dinge gemacht, die man mit 18 dann machen darf? Wer weiß. Hoffentlich war gut der Preis. Warum spawnt jetzt ein LKW, Junge? Egal. 3,50. Oh. War alles der LKW schuld, ich schwöre bei Gott. Junge. Ey, was ist das? 30 Schade? Euro 20 Minuten. Das, nö, das mache ich jetzt nur, lass ich nicht auf mich sitzen. Hatten wir halt richtig Bad Luck wegen dem LKW. Bad Luck nennen wir es mal. Was willst du, Giffy? Du kannst im Spiel nicht mehr deine Schuhe zumachen. Was meinst du, warum ich Klettverschluss trage? Ja, eben. Hui! Einfach keine Schuhe tragen. Oder latschen. Ja, moin, nicht? Ja, moin. Ja, moin. We in Jamaica, we do this all day. Oh, das Schild ist eklig. Ey, schon wieder ein LKW, ne? Fuck you, Alter. Jetzt muss ich wie ein Idiot hier reinfahren. Oh mein Gott, da kommt ein Bus. Ne, das kannst du vergessen, komm, Alter. Komm, Freddy, Bus bauen. Junge. Kommt der Bus, Junge. Ich hab einfach so Pech. Dann machst du gar nichts hier. Hilfe! Hallo, ich kann das nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Nein. Ich hab nichts gemacht.
Ich hab nur ein Bier getrunken. Super, ey. Oh, 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 Mayday. Das war ja fast so spannend wie Pacific Rim. Der Film? Ja. Das ist absolut ein Scheißfilm, Alter. Das sind irgendwelche Kackrobotern, also bekämpfen irgendwelche Viecher aus der Hölle, Junge. Please, kein Bus oder LKW. Jetzt drei Busse hintereinander und ja, LKW von vorne. Jetzt kommt dir ein Panzer entgegen. Und schießt auch noch. Ah, hör auf zu hupen, Idiot. Ja, was hupt der denn? Fliegt einfach so ein Kampfhelikopter an dem vorbei im Tunnel. Sorry, hab Motorpanne. Sofort wieder weg. Sie kommt. Düdel. Ist echt schwer. Der ist auch eng. Auf der Piste würde das gehen, glaube ich. Ohne Probleme. Gleich Stream. Ende. Oh. Ich hab Hunger! Hilfe! Oma, haben wir noch Curry King? Macht der überhaupt noch Comedy, der Typ? Wer war das überhaupt? Der Dennis aus, wie heißt er? Ja, komm, verpiss dich. Ach, komm mal ab. Geht doch. Ups. Richtiger Freestyler, hey. Hier ist Kusch, erster Helikoptertrick, Meisterpilot. Links. Der macht Schulung, ja? Helikopter Freeride. Aua! So, ich geh essen. Ja, okay. Kussi. Ich gehe jetzt.